Guten Morgen, herzlich willkommen zur EHB-Tagung 2022. Begrüßen Sie die EHB-Direktorin Barbara Fontanella und den Präsidenten des EHB-Rats Adrian Wüthrich. Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig. Und wir werden uns immer bewusster, dass wir den Umgang mit Ressourcen überdenken und neue Wege finden müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Gare et Gari Ospiti. Es ist mir eine große Freude, Sie an der Sustainable Skills Tagung der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung willkommen zu heißen. Die Tagung greift ein Thema auf, dem sich die Berufsbildung und die EHB heute und in den nächsten Jahren intensiv widmen werden. Nachhaltige Entwicklung ist ein zentrales Ziel für die Gesellschaft, für die Schweiz, national und auch international. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder. Heute wollen wir gemeinsam Nachhaltigkeit als leitende Dimension der Berufsbildung thematisieren und einen Blick auf die verschiedenen Facetten von Nachhaltigkeit werfen. Es wäre ja zu einfach, wenn wir nur von der Ökologie sprechen, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen. Die wirtschaftlichen Entwicklungen, die müssen vereinbart sein mit dem Umweltschutz und einer globalen Vision der Gerechtigkeit. Seid herzlich willkommen. Wir haben heute die Ehre, an unserer Tagung zu begrüßen den Botschafter von Indonesien, Herr Muliman Haddad, den Botschafter von Kambodscha, Herrn Sokhörn An, den Botschafter von Georgien, Herrn Rewatz Lominatze, die Botschafterin von Polen, Frau Iwona Koslowska, und den Botschafter von Ägypten, Enwael El-Sayed Gad. Und später zu uns stoßen wird Frau Ständerätin Adèle Doran-Gouma, Ständerätin aus dem Kanton Waadt. Ich möchte auch die Vertreterinnen und Vertreter der Verbundpartnerschaft, die heute zahlreich hier sind, an dieser Stelle herzlich begrüßen. Und ganz besonders begrüßen möchte ich alle Mitarbeitenden der EHB. Ich glaube, es ist das erste Mal, seit ich Präsident bin, dass ich so viele Mitarbeitende der EHB einmal vor mir sehe. Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Wenn es uns gelingen soll, auch für künftige Generationen eine möglichst gute Lebensgrundlage zu erhalten, müssen wir unseren Lebensstil überdenken. Dabei spielt Bildung eine zentrale Rolle. Denn sie vermittelt Wissen über eine nachhaltige Lebensweise. Und sie lehrt uns ganz konkret, wie sich Nachhaltigkeit auch im Berufsalltag leben lässt. Als Hochschule für Berufsbildung, und ich sage es gerne noch einmal, als Hochschule für Berufsbildung richten wir unsere Leistungen dementsprechend aus. Nachhaltigkeit fließt in alle Angebote der Bereiche Lehre, Forschung, Berufsentwicklung und Dienstleistungen mit ein. Gleichzeitig gibt es in der Wirtschaft immer mehr Initiativen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Wir befinden uns in einem raschen und tiefgreifenden Wandlungsprozess, der die Nachfrage nach höher ausgebildeten Fachkräften und den Bedarf für Neuorientierung mitten im Berufsleben erhöht. Die Verbundpartner begegnen diesen Herausforderungen aktiv, sei es mit flexibleren Ausbildungsmodellen oder einer gestärkten höheren Berufsbildung. Besonders wichtig ist auch, dass in der beruflichen Grundbildung die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen geschaffen werden. Die neuen Lernkulturen an Berufsfachschulen und in Ausbildungsbetrieben leisten dazu einen wertvollen Beitrag. Wir freuen uns, heute mehr darüber zu erfahren, aus Perspektive der Forschung und der Berufsbildungspraxis, ganz EHB eben. En même temps, nous nous réjouissons de pouvoir fêter à cette occasion notre 50e. Wir freuen uns heute, bei dieser Gelegenheit auch unser 50-jähriges Bestehen zu feiern.
Vor etwas über 50 Jahren, am 17. Mai 1972, beschloss der Bundesrat, dass die Schweiz über ein pädagogisches Institut für die berufliche Bildung verfügen sollte. Das war die Geburtsstunde der EHB, der heutigen EHB. Fünfmal hat sich unsere Institution verändert in den letzten fünf Jahrzehnten. Aber immer haben wir noch das gleiche Ziel. Weiterhin wollen wir die Bildung erneuern und die Qualität verbessern. Die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung werden wir uns gemeinsam mit Ihnen für eine starke Berufsbildung einsetzen, heute und morgen. Denn Lernen ist wohl die entscheidendste Voraussetzung für eine nachhaltige, selbstbestimmte Lebensweise und damit auch Grundlage für sozial verantwortliches Handeln. Mesdames et Messieurs, nous nous Meine Damen und Herren, wir freuen uns, diesen Tag gemeinsam mit Ihnen zu verbringen und wünschen nun allen eine spannende und inspirierende Tagung. Ich freue mich, Karin Frey das Wort übergeben zu dürfen. Sie wird uns durch den heutigen Tag begleiten. Ganz herzlichen Dank. Merci vielmals. Ja, meine Damen und Herren, Barbara Fontanella und Adrian Wüthrich. Ja, die Welt verändert sich gerade rasant. Man kann es sich gut vorstellen, dass die Politik vielleicht schon bald Benzinmotoren verbietet, vielleicht 2030, und dann muss der Garagist plötzlich Tesla können. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, ein ganz anderer Beruf. Und die Frage ist, wie können sich die Berufsleute wappnen, damit sie eben die Sustainable Skills haben und parat sind für diesen Wandel. Und eben dann auch im Größeren die Agenda 2030, die die Schweiz mitträgt, die Nachhaltigkeitsziele. Wie kann die Berufsbildung auch da einen Beitrag leisten? Darum geht es heute. Signori, signori, benvenuti, bonjour, mesdames. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und es ist wie immer, falls Sie eine Übersetzung benötigen, eine Verdolmetschung, Sie finden die Kopfhörer bei den Türen. Ich habe gehört... Meine Damen und Herren, ich habe gehört, es gibt heute Gäste aus der ganzen Welt. Herzlich willkommen bei dieser Konferenz. Ist es natürlich auch, dass man für Nachfolge sorgen muss. Und das machen wir heute. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden jungen Co-Moderatoren, Nuran Wachba und Janis Riese. Ein ganz herzlicher Applaus. Ja, Nuran und Janis, ihr beide arbeitet an der EHB. Was machst du genau, Nuran? Ich bin lernende Kauffrau im dritten und letzten Lehrjahr und aktuell in der Rechtsabteilung tätig. Und Janis? Ich absolviere das Sport-KV als Lerner im dritten von vier Lehrjahren. Und ich spiele ambitioniert Unihockey und bin zurzeit in der Kommunikationsabteilung tätig. Also du wirst irgendwann der Star sein, den man im Fernsehen sieht. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, ich meine, es ist ja nicht einfach, vor Menschen zu stehen und zu reden. Ich erinnere mich an die Schule, oder? Da sitzt man hinten rein und vielleicht hebt man mal die Hand. Was motiviert euch, auf die Bühne zu stehen? Sicherlich, um eine weitere Erfahrung sammeln zu dürfen und mich persönlich weiterzuentwickeln, wie auch um uns selber als Lernende nachhaltig heute beim Thema Nachhaltigkeit einbringen zu können. Bin sicher, das wirst du mit Bravour machen. Janis, was ist es bei dir? Bei mir geht es auch darum, Erfahrungen zu sammeln. Ich genieße die Abwechslung zum beruflichen Alltag und wir freuen uns einfach, hier sein zu dürfen. Und nach deiner Uni-Hockey-Karriere wirst du Sportreporter beim Schweizer Fernsehen? Sehen wir, wie es läuft. Frage trotzdem noch, Nervosität auf einer Skala von 1 bis 10? Eine 5. Eine 5. Bei mir auch eine 5. Ja, es sind schon volle Profis. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich wieder auf der Bühne. Merci vielmals.
Ja, als ich vor vielen, vielen Jahren ein Austauschjahr in Kalifornien gemacht habe, hat mir der Gastvater immer gesagt, Honey, it's not rocket science. Es ist keine Raketenwissenschaft. Wir alle wissen, dass Nachhaltigkeit das Wort der Stunde ist. Wir müssen es sein. Nur die Schwierigkeit ist ja, man muss es an so vielen Orten sein, dass man manchmal dasteht wie der Esel am Berg und nicht so genau weiß, wo beginnen. Mein erster Gast, sie hilft Unternehmen in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft auf die Sprünge. Sie ist Politikwissenschaftlerin, sie hat in BWL doktoriert und sie ist heute die Co-Präsidentin und Mitbesitzerin des Impact Hub Schweiz. Meine Damen und Herren, heißen Sie willkommen Nora Buser. Herzlichen Dank, Frau Frey. Ich begrüße Ihnen ganz herzlich meinerseits auch und ich freue mich sehr, heute ein Stück meiner Gedanken und meiner Arbeit mit Ihnen zu teilen. Ich zeige Ihnen hier zuerst ein paar Bilder, wenn wir noch unsere, genau, meine Präsentation auf der Bildschirm haben können. Das sind alle Themen, die wir schon aus den Nachrichten kennen. Also ich muss Ihnen nicht erklären, um was es hier in diesen Bildern geht. Es sind alle aktuellen Krisen, die uns mehr oder weniger beschäftigen. Ich möchte Ihnen fragen, was von diesen Krisen oder Ereignissen Ihnen am meisten beschäftigt. Welche Gefühle wecken diese Bilder in Ihnen? Ist es eher Angst, Stress, vielleicht sogar Aggression, Ablehnung, ich will doch nicht mehr darüber wissen, das ist zu viel. So geht es zumindest mir oft. Ich habe mir sogar Pausen ab und zu gelegt, wenn ich keine Nachrichten lese oder anschaue, weil es einfach zu viel ist für mich. Und das mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich schon als 7-jährig in Finnland am Anfang 90er angefangen habe, Zeitungen täglich zu lesen. Damals war die große Krise eine Hungernot in Afrika. Das hat mich natürlich sehr beschäftigt, weil ich selber ein Kind war. Sie haben immer diese Bilder gezeigt von den Kindern, die in Hungernot leben. Und dann haben meine Eltern natürlich das sehr clever verwendet. Sie haben mir gesagt, ja, Nora, du musst deinen Teller entleeren. Sonst haben die Kinder in Afrika nicht zum Essen. Und ich habe sie immer so gefragt. Ich habe gesagt, hey, hallo, mein Essen, das wird nicht nach Afrika geschickt. Es wird in den Abfall geworfen, wenn ich das nicht esse. Also was soll das denn sein? Also damals konnte ich einfach noch nicht die komplexen Zusammenhänge verstehen. Heutzutage weiß ich, dass wir in einem Glaskugel leben. In einem Glaskugel, wo wir gewisse Ressourcen haben. Und dabei spielen die Ressourcen auch in jeder von diesen aktuellen Ereignissen eine wichtige, tragende Rolle. Ich habe nicht nur verstanden, dass es Zusammenhänge gibt, komplexe Zusammenhänge. Ich habe auch verstanden, wie meine Handlungen das Gesamtbild bewirken. Was passiert, wenn ich immer mehr und mehr kaufen will? Ich möchte ein größeres Auto, bessere Wohnung. Ich möchte, dass meine Firma immer wächst und wächst. Und wenn alle anderen das auch wollen, irgendwann stoßen wir an unseren Grenzen. Diese Grafik hier zeigt unsere planetare Grenzen. Dieser grüne Bereich wäre, wo wir noch gut unterwegs sind. Und Sie sehen, dass in vielen Bereichen sind wir schon bei dem roten. Also wir haben wirklich die Grenzen unserem Planet schon in vielen Bereichen überschritten. Und das bringt unser System zum Schwanken. Zum Beispiel in der Schweiz werden so viele Ressourcen in einem Jahr verwendet, dass wir eigentlich 4 Planeten anstatt einen brauchen würden, wenn wir nachhaltig diesen Konsum abdecken möchten. Gemäß dem neuesten IPCC-Bericht, das ist auch völlig klar, wir brauchen schnelle und wirksame Maßnahmen. Ich habe Ihnen aber auch gute Nachrichten.
wir alle können etwas tun. Ich werde sehr oft gefragt, wo sollen wir denn anfangen? Wer sollte etwas tun? Und ich finde es immer spannend, wenn ich Diskussionen über die Nachhaltigkeit folge. Es geht sehr oft darum, wenn man die Politik fragt, die Politik sagt, hey, wir wollen das doch an dem freien Markt lassen, sie sollten das sich regeln. Wenn wir mit Unternehmen reden, sie sagen ja, aber die Konsumenten, sie sind einfach nicht bereit, sie wollen nicht die nachhaltigen Produkte, sie wollen nicht mehr bezahlen. Oder wenn man Konsumenten fragt, sagen sie ja, aber wenn ich etwas ändere, das ist doch so klein, ich kann ja nicht so vieles beitragen, also ich mache einfach weiter so. Und das bringt uns nicht vorwärts. Ich finde aber, es gibt eine ganz einfache Lösung zu diesem Dilemma. Und das ist, dass wir anstatt diese negative Spirale zu einer positiven Spirale kommen, wo jeder etwas beiträgt. Und wenn jeder etwas Kleines, Positives macht, wenn jeder einen Schritt in die richtige Richtung nimmt, dann kommen wir sehr schnell mit allen diesen kleinen Taten zu einer positiven Spirale. Und so kommen wir vorwärts. Und was ich dabei auch schön finde, ist, dass das befähigt uns. Wir haben das Gefühl, wir sind nicht mehr machtlos in diesen Krisen. Wir können wirklich etwas bewirken. Und was hat das jetzt genau mit der Wirtschaft zu tun? Also was kann die Wirtschaft dazu konkret beitragen? Also in der Wirtschaft geht es ja eigentlich immer um Ressourcen. Und ich finde diesen Zitat vom Gründer von Patagonia sehr spannend, erleuchtend, weil wenn wir keine Ressourcenbasis haben, werden wir auch keine Kunden haben, keine Mitarbeitenden, keine Aktionäre. Und deswegen sollten wir um unsere Ressourcenbasis nachhaltig Sorgen tragen. Übrigens, das betrifft nicht nur Produkthersteller, sondern es betrifft auch ganz direkt die Dienstleistungsunternehmen, weil die Bereiche, in denen man die größte Wirkung meistens erzielen kann, sind Energie, Gebäude, Mobilität und Nahrung. Und die sind eigentlich Ressourcen, die fast jede Firma in einer oder anderen Art braucht. Oder übrigens auch jede von uns zu Hause. Nun, wie konkret kann die Wirtschaft dann etwas dazu beitragen? Ich finde, dass ganz kleine Schritte sind wichtig, ganz konkrete Umstellungen, so wie zum Beispiel mit dem ÖV ins Büro kommen, anstatt mit dem eigenen Auto oder auch vielleicht 2-3 Tage von zu Hause arbeiten, da muss man gar nicht pendeln. Aber wenn wir große Schritte nehmen wollen, brauchen wir auch Innovation. Und Innovation mag ein großes Wort sein und dann noch das mit der Nachhaltigkeit verbunden. Klingt gar nicht so einfach. Ich finde aber, die Kreislaufwirtschaft, was schon erwähnt wurde, bietet sehr viele konkrete Werkzeuge und Prinzipien, wie die Firmen, wie die Unternehmen nachhaltige Lösungen entwickeln können. Die Kreislaufwirtschaft ist auch ein großes Wort. Es klingt sehr kompliziert, ich finde es ist aber nicht. Wenn wir in die Natur anschauen, dort gibt es ganz viele natürliche Kreisläufe. Es hat auch sehr viele Elemente mit dem zu tun, wie unsere Großeltern und Urgroßeltern schon gelebt haben. In diesem Wald zum Beispiel, in diesem wunderschönen Wald, den Sie hier sehen, dort werden verschiedene Tiere und Pflanzen geboren, sie wachsen dort, sie bieten Nahrung zu anderen Tieren und Pflanzen. Und irgendwann sterben sie. Dann werden sie wieder ein Teil der Erde. Die wichtigen, wertvollen Nährstoffe landen in diese Erde und bieten dafür wieder Nahrung zu anderen neuen Pflanzen und Tieren. Das ist dieser natürliche Kreislauf. In unserer modernen Gesellschaft sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wir leben heutzutage in sogenannte lineare Wirtschaft. Man nennt es auch Wegwerfgesellschaft, wo wir eine Ressource nehmen, wir machen etwas daraus, wir produzieren etwas, wir verkaufen es, verwenden es vielleicht im schlimmsten Fall nur einmal und werfen es wieder weg. Das ist es.
In der Kreislaufwirtschaft ist das Ziel, dass wir möglichst mit wenigen Ressourcen einen möglichst großen Output erzielen. Und das kann man mit verschiedenen Strategien erreichen, aber ganz einfach geht es darum, dass wir langlebigere Produkte entwickeln, die sich zum Beispiel einfach reparieren lassen oder dass man die Materialien, die Ressourcen nochmals verwenden kann für andere Produkte. Sie kennen sicherlich auch diese SDGs, also die UNO-Nachhaltigkeitsziele. Spannenderweise, wenn man kreislauffähige Lösungen entwickelt, trägt es oft direkt zu mehreren von diesen Zielen auf einmal bei. Und ich finde, dass man sollte nicht sich entmutigen lassen, wenn man denkt, hey, wir als ein Unternehmen, wir können doch nicht so ein Ziel erreichen. Also das bringt ja nichts, wenn wir da etwas machen. Aber wenn viele Firmen kleine Schritte in die richtige Richtung machen, irgendwann kommen wir dann doch vorwärts. Oder im besten Fall tun wir sogar zusammen mit anderen Firmen und entwickeln größere Lösungen. Und dann können wir natürlich nochmals größere Schritte in die richtige Richtung nehmen. Ich zeige Ihnen hier ein paar konkrete Beispiele. Das sind alle Schweizer KMUs oder Startups, die schon den Weg der Kreislaufwirtschaft eingegangen sind. Hier ist Giroflex, ein Bürostuhl. Hier ist die Idee, dass man diesen Bürostuhl nicht ersetzen muss, wenn man etwas ändern will. Wenn man nur die Farbe ändern will, dann kann man nur den Stoff wechseln. Wenn etwas kaputt geht, kann man das reparieren. Und so kann man diese Lebensdauer von einem Produkt sehr viel verlängern. Patagonia habe ich schon erwähnt. Sie haben alle ihre Produkte so entwickelt, dass sie möglichst langlebig sind. Sie haben einen Reparierdienst, also man kann immer die Jacken gut reparieren. Und sie haben natürlich sogar eine Kampagne gemacht, wo sie sagen, eigentlich sollte man gar nicht die Jacke zuerst kaufen. Aber das muss man sich natürlich zuerst leisten können. Das kann nicht jede Firma machen. Dann gibt es ganz einfache Lösungen, so wie Essbar, die ursprünglich aus Bern kommt. Also einfach Brot von Kästen verkaufen. Das Brot, das sonst die Bäckereien wegwerfen würden, kaufen sie ein und kaufen es weiter mit einem günstigeren Preis. Dann kann man auch Abfall von anderen Firmen für die eigenen Produkte verwenden. Das ist eine Uhrenmarke aus Genf. Und sie verwenden für ihre Armbanduhr, für den Armband, die Restprodukte, also Abfall aus der Weinlese, um diesen Armband zu produzieren. Oder Grom, sie sind ein ganz junges Startup. Sie haben einen bioabbaubaren Schaum entwickelt, die sich in vielen verschiedenen Industrien einsetzen lässt. Und das machen sie aus Restprodukten, Abfallprodukten aus der Agrikultur. Dann kann man natürlich größer denken. Das ist ein Familienunternehmen aus Zürich, Eberhard. Sie sehen die Städte als ihre Rohstoffbasis. Sie möchten gar keine neuen Rohstoffe außerhalb der Stadt einführen, sondern sie möchten in der Zukunft, dass bei der Rückbau die wertvollen Materialien zurückgenommen werden, wiederverwertet werden und dann kann man neue Gebäude aus diesen Materialien bauen. Oder als Konsument muss man auch nicht jedes Mal ein neues Kleid kaufen, wenn man irgendwie modig bleiben will, sondern man kann zum Teil gehen, sie sind auch in Bern und anstatt ein Kleid kaufen, kann man eines mieten und dann wieder zurückbringen und dann kann jemand anders auch Freude an diesem Kleid haben. Oder Recircle, das kennen wahrscheinlich viele. Das sind diese lila Boxen, wo man das Takeaway-Essen mitnehmen kann. Ganz einfach, einfach Mehrweg anstatt Einwegverpackung. Oder man kann ganz von Anfang an bei der Produktentwicklung überlegen, hey, wie stelle ich mein Produkt zusammen? Welche Materialien verwende ich, damit man das Produkt nachher auseinandernehmen kann, gut reparieren kann und diese Materialien wieder verwerten kann oder recyceln kann. So wie diese Skis, die aus Holz entstehen.
Oder Question, das ist ein Rucksack, der aus Bananenblättern entsteht. Das kann man mehrmals waschen, mehrmals verfärben und dann irgendwann in den eigenen Kompost tun. Genau, das sind einige Beispiele. Wie sieht es dann konkret in diesem Firmenalltag aus? Also in der Schweiz sind viele Firmen schon so weit, dass sie die SDGs in ihre Berichte erwähnen. Sie erwähnen sie sogar in ihrer Strategie, aber bei der konkreten Zielsetzung fehlt es noch. Also nur 14%, das ist zwar von 2019, haben ganz konkret überlegt, was wollen wir jetzt zur Nachhaltigkeit beitragen und wie können wir das messen. Also das heißt, es gibt ganz vieles zu tun. Aber viele Firmen haben vielleicht ab und zu fast Angst oder so Bedenken, in die Richtung der Nachhaltigkeit zu gehen, weil sie haben das Gefühl, hey, es heißt dann sehr schnell, dass wir Greenwashing machen. Dass wir irgendwie, wir möchten etwas zwar Gutes zu tun, aber ist zu kompliziert und dann kommt sicher jemand und sagt, hey, was machen Sie da? Und dafür haben natürlich, wurde viele Labels und diese Zertifizierungen entwickelt und die sind zwar meistens recht teuer oder aufwendig. Das heißt, sie sind gar nicht für alle Firmen zur Verfügung, weil vor allem in der aktuellen Situation mit den steigenden Rohstoffpreisen, das können sich doch nicht alle Firmen leisten. Dasselbe gilt für Innovation und Nachhaltigkeit. Wie können wir dann überhaupt anfangen, wenn wir nicht einfach so Geld verbrennen wollen? Ich finde, es gibt zwei Wege. Also wenn es um Nachhaltigkeit geht, kann man ganz klar die Ziele definieren und überlegen, hey, was wollen wir jetzt genau, was für eine Wirkung wollen wir erzielen? Und dann auch schauen, dass es messbar ist. Und dann, wenn man darüber ganz offen, transparent kommuniziert, hat man nicht diese Gefahr von Greenwashing und muss man nicht unbedingt für die teuren Labels bezahlen. Und wenn es um Innovation geht, dann sollte man diese schrittweise Innovation ausprobieren, wo man mit kleinen anfängt. Das geht zwar so, dass man probiert, als erstens einen möglichst billigen, einfachen, schnellen Prototypen zu entwickeln, also eine Version der eigenen Idee. Das kann man dann mit dem echten Kunden oder vielleicht mit so Musterkunden testen und dann lernt man dabei und dann sieht man, hey, lohnt es sich wirklich auf diesen Weg einzugehen, auf das zu investieren? Oder sollten wir besser jetzt schon stoppen, bevor wir zu viel investiert haben? Also als Beispiel könnte ein Lebensmittelkette sein. Sie möchten mehr lokales und saisonales Angebot verkaufen oder mehr in ihrem Angebot einnehmen und verkaufen, aber die Kunden sind vielleicht nicht so begeistert über die Preise. Sie können mit ihren Kunden direkt oder mit ihren Lieferanten schon viele verschiedene Ideen entwickeln, die vielleicht durch eine Befragung testen und dann am Ende vielleicht sogar in einer von ihren Filialen dann auch umsetzen und dort dann wieder mehr lernen. Und da hat man das verhindert, dass man nicht gerade eine große Änderung in allen Filialen einführt und dann kommt es doch nicht zu einem erwünschten Resultat. Aber was hat das alles jetzt mit der Berufsbildung zu tun? Ich habe schon vorher in dem Interview vor diesem Vortrag gesagt, hey, ich bin im Fall keine Expertin im Bereich Berufsbildung. Und das, deswegen möchte ich auch nicht einfach einreden. Aber ich habe ein paar Wünsche für die Berufsbildung. Eine ist, dass die jungen Leute die Werkzeuge bekommen würden, die Zusammenhänge der Nachhaltigkeit unserem Planet zu verstehen, damit sie verstehen, was für eine Wirkung haben meine Handlungen heute in die Zukunft. Und ich möchte auch, dass die Werkzeuge mitbekommen, wie sie kostengünstige Innovation machen können, wie sie innovativ denken können und eben wie können sie in einem Unternehmen dann so einen Innovationsprozess schnell und kostengünstig durchführen. Ich möchte auch, dass die jungen Leute, weil sie haben viele Ideen, sie haben so viele Motivation, dass sie irgendeine Plattform für das bekommen würden.
Und in meinen Gedanken wäre diese Plattform einfach mal sie machen lassen, in kleinen Rahmen, mit einem minimalen Budget. Also das kann keiner Firma schaden, wenn man das wirklich ganz minimal macht. Und noch besser, wenn einige Firmen dasselbe Problem oder Ziel haben, dass man das zusammen tut und jeder investiert ein bisschen und dann entwickeln die Lernenden zusammen etwas und können direkt ins Doing kommen, dass sie machen können und nicht nur darüber lernen. Und dann fühlen sie sich natürlich motiviert, sie bringen sich gerne ein und sie bleiben im Unternehmen. Weil wenn man das Gegenteil macht, dass man sie sagt, sorry, hey, zu teuer, zu schwierig, machen wir nicht, dann passiert genau der Gegenteil. Sie werden das schnell merken, okay, das bringt nichts, also ich komme einfach um 8 Uhr ins Büro und gehe um 5 Uhr, egal. Also das passiert sehr schnell, wenn man eben nicht diesen Raum lässt, ihre eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Und noch als Letztes, es gibt natürlich die Frage, welche Skills braucht es dann in der Zukunft? Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Berufe in vielleicht sogar in 5 Jahren, aber in 10 oder 20 Jahren relevant sein werden. Deswegen finde ich dafür viel wichtiger, dass die jungen Menschen eben die Werkzeuge mitnehmen können und die Motivation, sich weiterzuentwickeln. Und dann werden wir immer die nötigen Skills haben. Zuletzt stelle ich Ihnen noch eine Frage. Ich frage Ihnen, in was für eine Welt möchten Sie alt werden? Möchten Sie in einer Welt alt werden, wo wir alles auf die Technologie, auf die technologische Innovation eingesetzt haben, auf die Wachstum und Effizienz? Das könnte etwa so aussehen. Möchten Sie einfach das bewahren, was wir haben, das Schöne, die Natur, die Gebäude? Oder möchten Sie vielleicht einen Weg eingehen, wo die Technologie mit der Nachhaltigkeit kombiniert wird und wir können etwas ganz Neues, aber Schönes, Lebenswertes für uns alle entwickeln? Das ist meine Frage an Ihnen. Und dabei, wenn Sie das für sich herausgefunden haben, können Sie schon heute überlegen, wie Ihre Handlungen heute tragen zu Ihrer erwünschten Zukunft bei. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank, Nora Buser. Sie bleiben gleich hier bei mir, oder besser hier vielleicht. Hier? Genau. Und ich habe gleich zu Beginn eine Frage, bevor wir den zweiten Gast auf die Bühne holen. Sie haben gesagt, manchmal muss man einen Prototypen schaffen und einfach mal anfangen. Das ist ja schon nicht schweizerisch, oder? Wir machen es gern richtig. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie ursprünglich Finnin. Genau. Haben das die Schweizer besonders schwierig, weil sie eben alles gerne zweimal überlegen möchten und dann richtig machen möchten? Also ich finde, die Schweizer sind schon Perfektionisten und ich finde das wunderbar, also wie viele tolle Produkte entstehen hier und aus der Schweiz stammen. Aber wenn man etwas Neues probieren will, wenn man einen neuen Weg eingehen will, dann muss man schon den Mut finden, auch zu sagen, hey, es ist im Fall okay, wenn ich einen Fehler mache. Und das einfach akzeptieren und auch transparent kommunizieren, hey, ich bin nicht perfekt, niemand hier ist perfekt. Also Zeit für Kulturwandel. Ganz herzlichen Dank. Und an dieser Stelle darf ich auch Siegfried Alberton zu mir bitten. Il est le responsable régional de la formation. Er ist der regionale Verantworter der HEB von Lugano. Er hat mehrere Jahre Erfahrung im Bereich der Innovation und des Unternehmertums. Vielen Dank. Sind die Anforderungen an die Berufsbildung, gerade jetzt, wenn wir mal die Kreislaufwirtschaft herausnehmen, Frau Buser, Sie helfen Unternehmen, helfen Sie auch der Ausbildung?
Wir durften mehrere Sachen schon ausführen. Also wir haben zum Beispiel ein Programm für junge Gymnasiastinnen, in dem sie eben das genau lernen, so innovativ, offen, mutig zu denken und zu agieren. Und wir durften auch schon im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel Lernenden zum Thema Kreislaufwirtschaft dann wie zu schulen, also zum Probieren lassen. Genau. Dans l'économie circulaire, quel est le rôle? In der Kreislaufwirtschaft, wie sieht da die Rolle der Erziehenden, des Lehrpersonals aus? Also ich könnte hier natürlich nie das Gegenteil sagen, aber die Lehrenden sind wirklich ganz grundlegend. Die Rolle der Bildung ist ganz wichtig. In der Kreislaufwirtschaft, das muss man verstehen, da ändert sich, das ist ein Paradigmenwechsel. Ein Wechsel unserer gesamten Konsumgewohnheiten. Unsere Gewohnheiten selbst sind da betroffen. Und da muss man Sensibilisierungsarbeit leisten von Anfang an. Ja, das machen wir ja, aber das ist ganz schwierig, eine gesamte Kultur zu verändern. Ja, das ist schwierig, aber irgendwann muss man mal beginnen mit Projekten, indem man kleine Übungen macht, Simulationen. Heutzutage hilft uns da die Technologie sehr. Wir haben die virtuelle Realität. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, um jedem zu ermöglichen, mitzumachen bei dieser Veränderung und Dinge einfach mal auszuprobieren. Wenn ich jetzt das und das tue, was kommt dabei heraus? Was wird das für Folgen haben? Früher war das nicht so möglich. Heute ist es aber möglich, dank der neuen Technologien. Und irgendwann muss man mal beginnen. Man kann sagen, okay, das ist schwierig und das kostet was. Das kostet heute, ist aber eine Investition für morgen. Mehrere Firmen, KMUs, die haben nicht das Budget zu sagen, ja, jetzt schicken wir diesen noch in die Ausbildung und dann machen wir da noch ein wenig Nachhaltigkeit. Irgendwann fragt man ja auch, what's in it for the business? Was sagen Sie Unternehmen? Die sagen, wir haben einfach nicht die Ressourcen. Mhm. Ja, genau, das ist so. Also es ist natürlich vielfältig. Aber eines ist, wir haben jetzt gesehen, diese Bilder über die vielen verschiedenen Krisen. Also man kann einfach nicht mehr warten in vielen Bereichen. Also wenn die Rohstoffpreise so steigen, die Firmen müssen irgendwie herausfinden, wie sie mit weniger Ressourcen oder vielleicht mit anderen Ressourcen vorwärts kommen. Also eine ist ein bisschen so Muss, ich habe Muss nicht so gerne, aber man darf jetzt schon die ersten Schritte vielleicht nehmen in die richtige Richtung. Und dann natürlich gibt es auch ganz einfache Sachen, eben ich habe ÖV erwähnt, kann man auch sagen, hey, die Mitarbeitenden dürfen von zu Hause aus arbeiten und man ermutigt sie, zum ÖV zu verwenden. Das ist schon etwas. Also ich finde es ganz wichtig, dass man nicht immer eben perfekt probiert zu sein, sondern irgendwo anfängt und schaut, hey, wo sind unsere Möglichkeiten, jetzt in diesem großen Ganzen beizutragen. Quand même, Siegfried Alberton, est-on durable? Wenn man nachhaltig sein will und sparsam gleichzeitig, ist das möglich? Ja, das ist möglich. Das ist absolut möglich. Wir haben ja all die Beispiele gesehen. Es geht nicht nur um Start-ups. Es gibt Unternehmen, die bereits seit sehr vielen Jahren existieren im Bereich des Baugewerbes oder in der Luftfahrt, die das machen. Warum? Weil Produktion wird immer auch Abfallprodukte abwerfen, seit es die Wirtschaft gibt. Und diese Abfallprodukte zu entsorgen oder zu lagern, das kostet auch sehr viel. Wenn man diese Abfallprodukte weiterverwerten kann, dann schafft das einen enormen Nutzen, auch in finanzieller Hinsicht. Und deswegen eignen sich die Unternehmen die Idee der Kreislaufwirtschaft immer mehr an, weil es eben einen großen Nutzen hat. Innovate or evaporate, das kennen wir alle. Und da gibt es wirklich eine Vielfalt an Möglichkeiten, an Produkten, an Dienstleistungen, die man dank der neuen Technologien abgreifen kann. Also Innovation kann auch ein Wettbewerbsfaktor sein, um sich von anderen abzugrenzen. Wie kann man Unternehmen motivieren? Wie kann man sie sensibilisieren? Ja, nochmal,
Kosten-Nutzen-Verhältnis aufzeigen und wirklich Innovation machen und dabei gleichzeitig sparen. Man kann auf dem Markt bestehen und sich positionieren, indem man innovative Produkte anbietet, die keine Auswirkungen auf die Umwelt haben, keine negative. Von der Umwelt mal primär jetzt, noch nicht von der sozialen Nachhaltigkeit. Wenn wir von der Umwelt reden, Und es geht um die Kreislaufwirtschaft, würde das dann auch heißen, da wird es ein Wiederaufleben der traditionellen Berufe geben? Reparieren statt wegwerfen? Mhm, sicherlich. Also eben, wir haben gesehen, es gibt dann viele Produktentwicklungen, wo man überlegt, hey, wie kann man das Produkt reparieren? Also wir haben nicht mehr genug Handwerker, die überhaupt gewisse Sachen reparieren können. Also dort werden sicherlich gewisse neue Berufe kommen. Es braucht die Fähigkeit, eben auch die Produkte so zusammenzustellen von Anfang an, dass man die wieder auseinandernehmen kann. Es braucht natürlich sehr viel Materialkenntnisse, also es sind viele, viele solche Sachen, die vielleicht mal verschwunden sind, weil wir eben auf Kunststoff und Einwegverpackungen, Einwegprodukte eingesetzt haben. Sie sagen es, wir haben nicht mehr genug Handwerker, wir reden schon lange von Fachleutemangel. Ça manque les spécialistes, il manque l'éducation. Fehlen die Experten, die Fachleute, und kann die Bildung da irgendwas dafür tun, die Jungen wieder dazu zu ermutigen, Handwerksberufe wieder zu ergreifen? Ja, das ist eine Sache der Entscheidung, der Auswahl. Und vielleicht muss unsere Gesellschaft der so vielen Auswahlmöglichkeiten sich ein bisschen ändern. Ja, die Bildung kann diesbezüglich sehr viel tun. Und nicht nur jetzt im Hinblick auf die neuen Berufe, auf neue Kompetenzen. Wenn man darüber spricht, sagen wir immer, ja, eines Tages investieren wir mal. Aber wir können auch in das investieren, was es bereits gibt. Wenn wir an den Bereich Technik denken, da haben wir alles, was wir brauchen. Wir können investieren, wir können zu 360 Grad in diese neuen Technologien investieren. Wir können bereits heute sehr viel tun und unsere Zukunft von morgen aufbauen über die Berufsbildung auf der einen Seite, aber nicht nur. Motivation entsteht dann, wenn Sie ein ganzes Projekt machen können, wenn Sie ganz dabei sein können und etwas für die Wirklichkeit tun können. Mhm. Ja, genau. Also würde ich sagen, dass eben das Schlimmste ist, dass man nichts macht mit der Motivation, weil dann stirbt es. Also niemand kann motiviert bleiben, wenn man nicht vorwärts machen darf. Und eben einfach ganz, ganz kleine Schritte, einfach einen halben Tag Workshop oder sogar 2 Stunden mit vielleicht einer Expertin, Experten oder nur die Lernenden miteinander, um zu sehen, hey, was könnten wir noch konkret machen aus ihren Ideen. Peut-être une chose qui est importante aujourd'hui. Eine Sache, die heute wichtig ist. Wir befinden uns in einer neuen Phase, wenn man das so will. Wir hatten eine erste Phase, da war das alles noch ein bisschen Ideologie. Ich nenne das die Phase der Vorsicht. Da waren die Leute vorsichtig. Aber dann sind wir immer mehr sensibilisiert worden, weil die Luft, die wir einatmen, die besitzt keinerlei Ideologie. Da steht keine Partei dahinter. Also diese Sensibilisierung fängt nun an, sich in konkrete Taten umzusetzen, in Unternehmen unter anderem. Jetzt sind wir in einer zweiten Phase angelangt, in der Phase der Umsetzung. Also wir tun etwas, aber das ist noch sehr segmentiert. Wir arbeiten im Bereich Umwelt zum Beispiel, in einzelnen Bereichen, aber wir brauchen einen übergreifenden Ansatz. Jedes Mal, wenn man eine Variable angeht, von denen, die wir gesehen haben, wird das Auswirkungen auf eine andere Variable haben. Und wenn man das nicht versteht, werden wir niemals nachhaltige Entwicklung betreiben können. Also genau dieses Verständnis ist wichtig. Wir müssen zusammenarbeiten, vernetzt, multidisziplinär. Und wer soll diesen systemischen Ansatz ausarbeiten? Das ist ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Akteuren, Schulen, Lehrpersonal, Unternehmen, die jungen Menschen, die im Bildungsbereich sich befinden. Nachräumen, oder?
Genau, also wir einfach ein Beispiel davon. Wir durften jetzt kürzlich mit 5 großen Pharma- und Medtech-Unternehmen einen Workshop gemeinsam organisieren, wo ganz verschiedenste Experten da anwesend waren, auch viele Handwerker und so, weil sie haben den Bedürfnis gesehen, hey, wir brauchen ein Rücknahmesystem für alle diese medizinalen Produkte, aber eine Firma kann es nicht alleine schaffen. Und da braucht man eben die ganze Behörde, von Behörden bis zu anderen Firmen, bis zum Kunden, alle zusammen, damit man eben solche systemischen Änderungen dann wirklich realisieren kann. Michel Bardon, vous êtes expert sur... Michel Bardon, Sie sind Experte im Bereich Weiterbildung. Welche Rolle spielt das denn in diesem Bereich? Nochmal, also all das, was sich gerade ändert, das ändert sich ja nicht heute und die Änderung hört morgen auf. Nein, die Änderung geht beliebig weiter. Und so ist es auch mit den Kompetenzen. Die Kompetenzen werden sich ständig ändern. Und zwar nicht nur die Kompetenzen der Lernenden, sondern auch die Kompetenzen der Lehrenden. Und ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Verantwortlicher Konsum muss stattfinden. Die Lehrenden müssen auch Verantwortung zeigen und wirklich verstehen, was Kreislaufwirtschaft ist, was nachhaltige Entwicklung ist. Und das ändert sich ja ständig. Es gibt einen ständigen Wandel und man muss immer auf der Höhe dieses Wandels sein. State of the art. Lehrer, die sind ja auch häufig überfordert, weil sie plötzlich mitten in diesem Umbruch stecken und völlig eine neue Rolle bekommen. Ja, das ist sicherlich so. Ich denke aber, das ist wie nötig in unserer komplexen Welt heutzutage. Wir können nicht mehr einfach in unseren Kasten bleiben und nicht links und rechts anschauen, sondern wir müssen irgendwo offen, flexibel bleiben. Sonst haben wir bald gar keinen Beruf mehr. Ich lasse das nicht als Schlusswort stehen, das ist depressiv. Sehr gut. Meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich sagen, ich habe ein Handmikrofon hier. Wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben, jeweils Hand aufstrecken. Ich sehe Sie trotz Licht recht gut. Ich würde also ins Publikum kommen und Fragen entgegennehmen. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade eine da ist. Das kommt jetzt ein wenig wie ein Überfall. Aber Sie können sich's aufheben, sicher dann später beim Panel hoffe ich, dass Sie fleißig mitdiskutieren. Ich werde dann am Mittag extra die Turnschuhe anziehen, damit ich ins Publikum kommen kann. Ja, où commencer? Als Schlussfrage. Wo kann man beginnen? Fidel Berton, où est-ce qu'il faut commencer? Wo soll man anfangen, wenn ich vor diesem großen Berg stehe und ich habe 17 SDGs vor mir? Wo soll ich anfangen? Also ich finde, die Antwort ist nicht so komplex. Ich soll schauen, welche Ressourcen verwende ich täglich und was werfe ich am Ende des Tages in den Abfalleimer. Und irgendwo dort anfangen zu überlegen, hey, was passiert überhaupt? Und so kommt man dann schon schnell auf Ideen, ah, okay, vielleicht könnte man das anders tun. Und als Firma? Als Firma? Als Firma, genau dasselbe. Die Firmen nehmen auch gewisse Ressourcen und sie werfen auch gewisse Sachen in den Abfall. Sie haben Berge von Abfall, die man, vielleicht jemand anders kann sie als Rohstoff verwenden. Man kann sie vielleicht verkaufen oder man kann anders produzieren, damit man weniger Abfall dann verursacht. Und dann werden wir dann schon bald bei den anderen Sustainable Skills, nämlich lernen zu kooperieren und zu schauen, was hat der andere abzugeben. Ganz herzlichen Dank, Nora Buse, Siegfried Alberton. Comment commencer? On a déjà commencé, hein? Vous avez entendu les mots de Barbara Fontanella, donc déjà. Sie haben die Worte meiner Kollegin gehört. Man könnte schon mal eine Vision haben, wie man die nachhaltige Entwicklung verankern könnte in seinen Alltag. Das wäre schon mal ein erster Punkt. Und wenn man, wir haben in unserer Schule mit Bildung 21 gerade ein Projekt laufen, in den Schulen, da könnte man sich überlegen, wie man verschiedene Themen in die Schulbildung integrieren könnte. Im Tessin stoße ich verschiedene Methoden an, mit Design Thinking und so weiter. Also einfach machen, 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 machen. Experimentieren, auch Fehler machen, macht aber nichts, weitermachen.
Quand il y a la résistance, les gens ne veulent pas, qu'est-ce que vous faites? La résistance, c'est normal. Widerstand ist normal in einem Wandlungsprozess. Resilienz ist hier gefordert. Danke, Siegfried Alberton und Nora Busse. Merci vielmals. Merci bien. Ja, packen wir es an. Gerade diesen Frühjahr im März hat der Bundesrat einen Bericht herausgegeben zur Kreislaufwirtschaft, wo er verschiedene Punkte aufgezählt hat, was wichtig ist. Und einer dieser Hauptpunkte ist die Aus- und Weiterbildung. Mein nächster Gast, der kennt all diese strategisch-politischen Ziele des Bundes. Er ist der stellvertretende Direktor des SBFI, des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. Er ist ebenfalls der Leiter der Abteilung Aus- und Berufsbildung und er wird uns einen Einblick geben in die Nachhaltigkeitspolitik des Bundes in der Berufsbildung. Herzlich willkommen, Rem Hübschi. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Verbundpartner, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des EHB, ich danke Ihnen sehr für die Einladung an den heutigen Event. Ich bin beeindruckt. Normalerweise haben wir vom SBFI hier unsere Herbsttagung der Berufsbildung und das ist jeweils schon ein großes Publikum und das sieht heute genau gleich aus. Ich schließe daraus das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Berufsbildung bewegt. Ich habe vorhin von Ihnen gehört, Frau Buser, Sie sind eine Spezialistin der Nachhaltigkeit. Ich habe sehr gut zugehört und Sie haben gesagt, aber ich kenne die Berufsbildung nicht so. Bei mir ist es etwas umgekehrt. Ich behaupte von mir, dass ich die Berufsbildung kenne, dass ich weiß, wie die Berufsbildung funktioniert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die beiden Welten, dass sich die Welten verstehen und dass wir die beiden Welten auch zusammenbringen. Eine der großen Stärken unserer Berufsbildung ist es ja eben genau, auf die neuen Anforderungen und Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, der Wirtschaft zu reagieren. Ich möchte hier nicht weit ausschweifen, aber ich kann mich gut vor ein paar Jahren erinnern, Digitalisierung, heute ist es so, morgen ist alles anders. Jesus Gott, was passiert in der Berufsbildung? Wir blieben relativ gelassen, weil wir wissen, die Berufsbildung ist in einem steten Erneuerungsprozess. Die Berufsbildung passt sich immer den neuen Anforderungen an. Ich habe mal meine Karriere mit einer kaufmännischen Grundbildung gestartet, bevor ich den zweiten Bildungsweg gemacht habe. Und heute in meiner Abteilung werden auch Lernende im KV ausgebildet. Das ist nicht mehr dasselbe. Sie sehen, die Berufsbildung ist wirklich verzahnt zwischen Beschäftigung und Bildung. Und das gilt eben auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Das Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt immer mehr Berufe und Branchen. Wir spüren das sehr direkt. Als ich in der Berufsbildung eingestiegen bin, hatte ich zwischendurch, hatte ich zwischendurch ein Telefon eines erbosten Vertreters eines Wirtschaftsverbandes. Sie mischen sich immer ein in die Berufsentwicklung. Da kommen Leute aus dem Bundesamt für Umwelt oder ähnliche Bundesämter und sagen uns, wie wir mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen müssen. Wir wollen das nicht. Es ist die Wirtschaft, die hier entscheidet. Und wir haben jeweils gesagt, es ist richtig, es ist die Wirtschaft, aber dieser Aspekt ist auch wichtig. Nehmen Sie diese Aspekte mit in die Berufsentwicklung. Ich habe seit x Jahren kein Telefon mehr gekriegt. Also das Thema ist angekommen. Das ist mein Schluss daraus. Und wir haben es geschafft, dass wir die Prozesse so gestaltet haben, dass es nicht ein Top-Down ist, ein Störfaktor ist, sondern dass es Hand in Hand in die Berufsentwicklung einfließt. Die Kreislaufwirtschaft fließt ein in die Handlungskompetenzen der Berufe. Wir haben in der Schweiz sehr viele verschiedene Abschlüsse. Wir haben in der beruflichen Grundbildung etwa 245 verschiedene Berufe. Dort spielt die Nachhaltigkeit eine unterschiedliche Rolle, einen unterschiedlichen Grad. Und wir haben aber auch die höhere Berufsbildung und dort haben wir knapp 500 verschiedene Abschlüsse, die sich verteilen auf Berufsprüfungen, höhere Fachprüfungen und Bildungsgänge an höheren Fachschulen. Aber egal, ob Grundbildung oder höhere Berufsbildung, diese Berufe unterlaufen alle
den gleichen Erneuerungsprozess. Sie werden alle paar Jahre revidiert. Es wird hingeschaut, wo hat sich das Bedürfnis der Wirtschaft hin entwickelt, welche Kompetenzen braucht es, welche Anpassungen braucht es. Und das ist ein steter Innovationszyklus, in dem wir uns in der Berufsbildung befinden. Das ist übrigens auch einer der Wettbewerbsvorteile, die wir haben in unserem Bildungssystem, wenn wir mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen über unsere hochintegrative und erfolgreiche Berufsbildung sprechen dürfen. Nun aber zum Thema meines Vortrages, der Nachhaltigkeitspolitik des Bundes im Bereich der Berufsbildung. Diese ist eingebettet und orientiert sich an der übergeordneten Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 für die Umsetzung der Agenda 2030. Und sie kommt in der ganzen BFI, Bildung, Forschung und Innovationspolitik, zum Tragen. Nachhaltige Entwicklung ist bereits in der letzten BFI-Botschaft, das sind die großen Kreditbotschaften, wo der Bund für 4 Jahre seine Stoßrichtungen inhaltlich und finanziell im Bereich BFI absteckt. In der letzten BFI-Botschaft, in der laufenden 21/24, war Nachhaltigkeit eines der 3 großen transversalen Themen. Neben Digitalisierung und Chancengleichheit ist das dort so verankert und wird in allen Bereichen, wo der Bund zuständig ist, auch entsprechend als wichtiges Thema befördert. Bereits früher war das in den BFI-Botschaften immer ein Thema, aber dass wir es derart prominent und klar ins Zentrum stellen, das ist neu und das wird übrigens auch in der nächsten BFI-Botschaft so bleiben. Wie sieht es aber nun konkret im Bereich der Berufsbildung aus? Wir machen eine kleine Standortbestimmung. Nachhaltige Entwicklung fließt als Bestandteil der beruflichen Handlungskompetenzen sowohl in der beruflichen Grundbildung mit ein, wie auch in die Abschlüsse der höheren Berufsbildung. Zudem, und das kennen Sie, wir haben die formale Bildung, die Berufsbildungsabschlüsse, aber wir haben auch die nonformale Bildung, die ist sehr wichtig, gerade wenn es um neue Entwicklungen geht in den Branchen. Auch dort fließen diese Kompetenzen ein. Denken Sie an den an neue Aspekte im Bereich Solarpanels aufs Dach etc. Bevor hier die ganze Maschinerie der formalen Bildung das mit Revisionen in die Grundlagen gepflegt hat und die Leute ausgebildet werden. Wir sprechen ja immer von Lags, also wir sprechen immer, Bildung kann nicht von heute auf morgen wirken. Aber die Branche kann dann entlang den Bedürfnissen ein Weiterbildungszertifikat entwickeln und dort fließen die Nachhaltigkeitsaspekte sehr stark mit ein. Nachhaltige Entwicklung ist ein partizipativer Prozess. Sie beruht auf dem Verständnis, auf der Akzeptanz und dem Engagement von jeder und jedem. Ich glaube, das haben wir vorhin auch gesehen. Sie haben, glaube ich, dieses negative Unternehmen, Behörden, Politik und Konsumenten haben Sie gezeigt und haben gesagt, das muss eine positive Spirale werden. Es hat mich etwas an die Berufsbildung erinnert. Wir sind in einem ausgewogenen System mit Verbundpartnern. Wir haben die Wirtschaftsakteure, wir haben die Kantone, wir haben den Bund und wir sind in einem eingespielten System und wir werden von Seiten SBFI als Behörde unser Beitrag leisten im Bereich der Nachhaltigkeit. Ich werde Ihnen nachher noch kurz aufzeigen, wo. Bei uns ist es eben auch partizipativ. Es ist entscheidend, unsere Berufsbildung lebt davon, dass sie auf die Zusammenarbeit zwischen den Verbundpartnern baut. Und das sichert eben diese Verzahnung zwischen der Wirtschaft und der Bildung, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man ständig eigentlich auch kompromissbereit ist. Also wenn wir in der Berufsbildung kommen und wie es vielleicht vor 10 Jahren war und dogmatisch gewisse Forderungen stellen und die in die Bildungsinhalte projizieren wollen oder integrieren wollen, dann wird es in der Berufsbildung ungemütlich. Wir müssen miteinander den Weg finden, das ist nicht top-down, das ist ein Miteinander. Die Berufsbildung ist
gerade was die Inhalte angeht, stark bottom-up geprägt. Unsere Verbundpartner der Wirtschaft liefern die entscheidenden Inputs bezüglich Nachhaltigkeit und diese fließen dann, wie gesagt, ein. Das tun sie anhand ihrer reellen Praxis, ihrer reflektierten Praxis. Also das heißt, eigentlich ist der Pacemaker in der Berufsbildung ist eben der Markt, sind die Unternehmen. Und wir haben es vorhin auch gesehen, glaube ich, bei den SDG-Zielen, dass das zunehmend auch in der Realität der Unternehmen ankommt. Und das heißt das dann eben auch, dass die Berufsbildung dort mitgenommen wird. Wir vom SBFI, wir unterstützen dies. Wir stellen zum Beispiel den verschiedenen Trägerschaften dieser Abschlüsse der beruflichen Grundbildung und auch der höheren Berufsbildung Informationen zur Verfügung. Wir stellen Instrumente zur Verfügung und versuchen sie so zu unterstützen, damit sie die Aspekte der nachhaltigen Entwicklung möglichst gut in ihren Prozess mitnehmen können. Ein Beispiel, das werden Sie vielleicht heute Nachmittag, je nachdem, wohin Sie sich bewegen, werden Sie sehen, ist zum Beispiel die Orientierungshilfe nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung. Das haben wir zusammen in der Berufsbildung üblich, zusammen mit den Dachverbänden der Wirtschaft, verschiedenen Bundesstellen, verschiedenen kantonalen Gremien, pädagogischen Institutionen etc. Entwickelt. Diese Orientierungshilfe trägt einerseits zu einer Klärung und Erweiterung des Begriffs Nachhaltigkeit bei. Also es ist ja auch so, dass wir nicht möchten, dass 245 Mal eine Definition der Nachhaltigkeit in der beruflichen Grundbildung gemacht wird, sondern dass man hier einen gewissen, ich sage jetzt mal, einen Rahmen setzt in der Begrifflichkeit und damit auch die wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch die ökologische Dimension mitgedacht und mitverstanden wird. Und wir setzen in dieser Orientierungshilfe auch darauf, dass die Nachhaltigkeit aus einer globalen und langfristigen Perspektive betrachtet wird. Und die Nachhaltigkeit, diese Orientierungshilfe soll dazu beitragen, dass eigentlich gezeigt wird, dass jeder Beruf in unterschiedlicher Ausprägung, in unterschiedlicher Form zum Thema der nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. Daneben, neben diesem Instrument, sind wir gleichzeitig zuständig in der Regulierung des allgemeinbildenden Unterrichts in der beruflichen Grundbildung. Dort ist der Bund etwas die Organisation der Arbeitswelt und dort ist der Aspekt der Nachhaltigkeit ebenfalls enthalten. Wir sind gegenwärtig gerade daran, diese Grundlagen zu revidieren und dort soll die Nachhaltigkeit entsprechend auch berücksichtigt werden. Sie können auch die Berufsmaturität machen, das kennen Sie in der beruflichen Grundbildung. Mit diesem Zeugnis werden Sie im Rahmen einer erweiterten Allgemeinbildung eben auch befähigt, über die beruflichen Tätigkeiten, Erfahrungen im Kontext Natur, Gesellschaft nachzudenken und Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der Umwelt, der Gesellschaft, der Kultur, der Technik und der Natur wahrzunehmen. Wichtig ist auch, also neben diesen Instrumenten und neben diesen allgemeinbildenden Elementen, ist es eben auch wichtig, dass der Bund zuständig ist für die Regulierung der Ausbildung der sogenannten Berufsbildungsverantwortlichen. Denken Sie daran, wo sich die Berufsbildung, gerade die berufliche Grundbildung, überall abspielt. Sie haben den Betrieb, Sie haben einen überbetrieblichen Kurs, Sie haben die Schule und dort sind jeweils Berufsbildungsverantwortliche, also Lehrerinnen, Lehrer, Praxisausbildner etc., ÜK-Leiter etc. aktiv und dort reguliert der Bund die Ausbildung. Auch diese Rahmenlehrpläne sind in einer umfassenden Revision und auch hier wird und soll der Aspekt der Nachhaltigkeit mit einfließen. Neben diesen Aspekten hat der Bund die Möglichkeit, Projekte zu unterstützen. Wir können in der Berufsbildung Entwicklungsprojekte unterstützen, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und hier ist es wichtig, dass diese Chance auch genutzt wird. Also wenn gute Vorhaben da sind, die eine gewisse Skalierungspotenzial haben, also die dem System der Berufsbildung insgesamt dienen können, dann ist der Bund daran interessiert, dass Sie uns eine Skizze, Ihre Idee eingeben, dass Sie mit uns Kontakt aufnehmen und dass wir mit Ihnen schauen können anhand einer
niederschwelligen Skizze, ist diese Idee verfolgenswert? Soll sie zu einer Gesuchseingabe führen oder signalisieren wir Ihnen gute Idee, aber das ist nicht unterstützungswürdig oder passt nicht in die Förderkriterien des Bundes? Geschätzte Damen und Herren, anhand der soeben gemachten Standortbestimmung wird klar, nachhaltige Entwicklung ist längst Bestandteil der Berufsbildung. Sie gehört zur Berufsbildung. Das will und soll aber nicht heißen, dass sich die Verbundpartner nun zurücklehnen. Es gibt Handlungsbedarf. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit weiterhin befördern und nicht nur in der Botschaft aufschreiben, sondern wir versuchen dort wirklich auch mit konkreten Maßnahmen und Aktivitäten dem eine größere Bedeutung zu geben und zum Erfolg zu verhelfen. Und mögliche neue Ansatzpunkte könnten sein, dass wenn wir feststellen, dass es Informationsdefizite gibt, dass wir hier Informations- oder Beratungsangebote unterstützen, dass wir den Trägerschaften der beruflichen Grundbildung, der höheren Berufsbildung sowie auch der berufsorientierten Weiterbildung bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der Berufsentwicklung und bei einer ganzheitlichen Berufsfeldüberprüfung weitere Unterstützung bieten, genau in diesen Aspekten. Informations- oder Schulungsveranstaltungen oder der Aufbau eines breiteren Netzwerkes könnten Ideen sein in diese Richtung. Sie sehen, es ist ein steter Prozess. An dieser Stelle danke ich Ihnen allen für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz zugunsten der Nachhaltigkeit, aber auch zugunsten unserer Berufsbildung, denn wie gesagt, nachhaltige Entwicklung ist nicht eine Erfindung einer Person, sondern ein partizipativer Prozess und beruht auf Verständnis und Akzeptanz. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Tag. Merci. Herr Höpschi. Moment. Vielen Dank, Herr Höpschi. Wir bitten auch unsere Direktorin Barbara Fontanella zu uns auf die Bühne. Wir duzen uns an der EHB und deshalb auch, dass du im Gespräch mit Barbara. Genau. Komm bei mir auch. Merci. Das tut es ab, oder? Ja. Gut. Wir haben ein paar Fragen an euch beide vorbereitet. Was war als Kind dein Traumberuf, Remi? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Was war als Kind dein Traumberuf? Oh, Militärpilot. Als Teenager. Und dann hat sich's rasch verändert. Und bei dir, Barbara? Relativ klassisch, auch Lehrerin oder Ärztin. Welche Parallelen hat deine heutige Tätigkeit mit deinem damaligen Traumberuf? Bei mir? Genau. Lehrerin und Ärztin, wie soll ich sagen, alle Kinder oder alle Menschen begegnen Lehrerinnen und Lehrern oder gehen zu Ärzten. Und heute bin ich im Bildungssystem und da kommen auch alle Personen vorbei. Und es ist eine wunderbare Aufgabe, das so zu gestalten, dass Entwicklung möglich ist. Und bei dir, Remi? Ich muss mich am Morgen nicht motivieren. Das ist die Sinnhaftigkeit der Branche, in der wir arbeiten dürfen, ergibt sich und das ist ein Privileg. Wenn ihr an eure eigene Jugendzeit zurückdenkt, welchen Stellenwert hatte damals das Thema Nachhaltigkeit in deiner Ausbildung? Ich bin von den 90er Jahren geprägt. Das war damals nicht so ein zentrales Thema. Wenn ich das jetzt mit meinen jetzigen Teenagern, mit meinen Kindern vergleiche, ist das ein ganz anderes Thema. Bei mir war das nicht groß ein Thema. Das ist später gekommen. Bei mir ebenfalls. Also bin froh, hätte jetzt ein bisschen geschwommen, sonst hätte es daran gelegen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber in der Ausbildung, später im Studium, da kann ich mich schon erinnern, da waren Themen von Chancengerechtigkeit und soziale Ungleichheit, waren zentrale Themen. Das sind soziale Dimensionen der Nachhaltigkeit, die wir heute auch diskutieren. Aber nicht oder noch nicht unter diesem Stichwort. Und in der Freizeit, welches Bewusstsein hattest du als Jugendliche für die Nachhaltigkeit? Relativ gering, muss ich sagen. Aber es gibt so Momente, wo ich mich an Themen
so rückblickend erinnern kann, die heute auch unter dem Stichwort Nachhaltigkeit diskutiert werden. Die 1970er Jahre Ölkrise, autofreie Sonntage, das hat Spaß gemacht. Ich habe es noch nicht mit Nachhaltigkeit konnotiert, sondern einfach, wir konnten uns auf der Straße frei bewegen. Oder dann, was mich später schon eher beunruhigt hat, in den 80er Jahren Waldsterben, der Borkenkäfer. Da habe ich zum ersten Mal auch gedacht, was passiert mit unserem Planeten? Ja, da gibt es auch genau das Waldsterben. Wir hatten ja alle in der Schule den Eindruck, jetzt stirbt der Wald. Und das hat eine Sensibilisierung gebracht. Auf einmal gingen wir in den Wald und haben die Bäume betrachtet und geschaut, wie das aussieht. Ganz persönlich war es ein Moment. Ich durfte als Teenager nie in den McDonald's und später durfte ich dann, weil ich nicht mehr kontrolliert wurde und bin dann gerne in den McDonald's gegangen und damals waren die Boxen für den Big Mac, das waren so plastifizierte Boxen und dann wollte ich da mal am Samstag meinen Big Mac kaufen und dann gab es eine große Demonstration vor dem McDonald's hier in Bern, wo genau auf den Aspekt dieser Verpackung aufmerksam gemacht wurde und vorher habe ich das nicht mal wahrgenommen und das hat dazu geführt, dass ich mir das wirklich überlegt habe, es hat mir etwas meinen Big Mac verdorben. Ja. Ihr beide habt eine Führungsfunktion. Wie setzt ihr die Nachhaltigkeit in der Führung um, Remi? Der breite Ansatz der Nachhaltigkeit, also Diversität, dann auch darauf schauen, wie die Personen, wie die mitarbeitenden Gruppen zusammengesetzt ist, also Diversität in Bezug auf Geschlecht etc., das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber auch, es beginnt auch mit der Frage, wie geht man an eine Sitzung? Wir nehmen das Velo. Wir haben Velos im Keller im SBFI. Wir nehmen das Velo, wenn wir in Bern unterwegs sind. Ich bin mit dem Velo da. Oder auch, man geht mit dem Zug. Man versucht wirklich täglich, also bei uns jetzt auch mit Flugreisen beim Bund, ist wirklich ein großes Thema, dass man früher eher einen Flug genommen hat und heute geht man in den Zug. Also es ist es beginnt auch im Büro, was druckt man noch aus und was nicht. Also das ist wirklich angekommen im Alltag, diese Fragen. Ja. Bei uns ähnlich vielseitig. Diversität ist ein wichtiges Stichwort, nicht nur in Bezug, also zur Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und sozial, sondern wir sind dabei, jetzt unsere Strategie zu erarbeiten. Das heißt nicht, dass wir bis anhin nichts gemacht haben, aber sichtbar zu machen und das Bewusstsein zu schaffen, was wir eigentlich schon leisten für die Nachhaltigkeit, aber wo wir eben auch noch Lücken haben. Und konkret haben wir eine Gruppe, Corporate Social Responsibility, die befasst sich mit Diversity-Themen, zum Beispiel gendersensible Sprache oder Umweltmanagement. Und ganz wichtig finde ich auch noch ist die Frage der Personalpolitik. Also eine nachhaltige Personalpolitik im Sinn von Unterstützung, Entwicklung, Förderung der Mitarbeitenden, so dass sie motiviert und möglichst lange nachhaltig auch bei uns arbeiten oder aber auch an anderen Institutionen Perspektiven bieten. Welchen Tipp gibst du uns mit? Bitte nur einen, damit wir unsere berufliche Zukunft möglichst nachhaltig gestalten können. Ein Tipp an uns alle, inklusive mich. Und da, also kurz, einen. Anschließend dann das Referat von Nora Wusel. Es ist eben sehr komplex. Sich bei jeder oder jeden zweiten Handlung zu überlegen, welchen Beitrag leiste ich damit zur Nachhaltigkeit? Und zwar im sozialen, ökologischen oder ökonomischen. Das heißt, sich dessen bewusst zu sein, was ich mit meiner Handlung, mit meinem Verhalten bewirken oder auslösen kann. Gibt es auch noch einen von dir, Remi? Ja, schwierig. Also ich habe vorhin Frau Buse gehört. Ich glaube, das Thema Klimajugend, Nachhaltigkeit, ich glaube, dass die Jugend hat uns dort etwas wachgerüttelt in den letzten Jahren. Macht das auch, seid mutig, wenn ihr etwas seht, weist darauf hin, Ungerechtigkeit bekämpfen, Fairness, inklusive Systeme, das ist die Zukunft.
Herzlichen Dank, Barbara Fontanella und Remy Hübschi. Danke euch beiden. Danke. Ein weiteres Highlight an dieser Sustainable Skills Tagung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist der Enterprise 2022. Die Finalisten stellen wir Ihnen anhand kurzer Videos vor, nicht alle gleichzeitig, sondern verteilt über den Tag, damit Sie es genießen können. Film ab für das erste Finalistenporträt. Holzbau-Lab steht einerseits für die Abkürzung Lernen, Arbeiten, Bilden und andererseits für das Labor, wo eigentlich Wissen direkt in der Praxis kann erarbeitet, erweitert, vertieft und geteilt werden. Der Ansatz ist, dass eigentlich das gesamte gesammelte Wissen vom Holzbau an einem Ort auffindbar sein soll, analog als Wikipedia für einen Holzbau. Es ist eigentlich eine Lernumgebung zu diversesten Themenbereichen. Das fängt an in der Grundbildung, geht über das lebenslange Lehren bis zur höheren Berufsbildung. Und dort findet man eigentlich zu jedem Thema, zu jedem Inhalt aufbereitet, digital zur Verfügung gestellt, die Lerninhalte für die ganze Holzbaubranche. Die werden auch durch den Verband verifiziert und geprüft. Und wir sind dafür besorgt, dass es immer auf dem aktuellsten Stand ist. Im Unterricht sieht es sich eigentlich so ein, dass man Informationen holt, vor allem jetzt mal im Produkt, den Know-how, auf Stufe Grundbildung. Und jetzt können wir doch gewisse Kompetenzen damit aneignen, sei das mal irgendwo eine Detaillösung oder irgendwo für eine Massaufnahme oder wie man sich ein technisches Problem lösen, haben wir Angebot von den Produktepartner und so finden wir relativ schnell die Informationen, die gebraucht sind, was das Ziel ist. Dann ist es in den Bereich Werkschau, so ein Erfahrung abbilden. Die Idee von dem Tool Werkschau ist eigentlich, dass man erworbenes Know-how austauscht untereinander, dass nicht jedes Rad muss neu erfinden muss, dass man eine Idee holen kann. Und die Werkschau steht dann digital auf der Plattform zur Verfügung. Die kann man, wenn man möchte, als User öffentlich zugänglich machen oder ich kann sie einfach für mich behalten, als meinen Erfahrungsschatz. Und wo wir jetzt noch auch ein Augenmerk darauf haben, sind natürlich die UK-Zentren. Auch die Kurse, die Inhalte, die wird auf dem Holzbau-Lab auch abbilden, um auch da zu unterstützen, dass wir diesen Bereich auch fassen. Der Lernende oder der Zimmermann interessiert sich nicht, wo das Wissen herkommt. Er will es einfach an einem Ort finden. Und er will es dann finden, wenn er es braucht, und dann lernen, wenn er Zeit hat und nicht, wenn er einen Kurs stattfindet. Ja, eben in der Schule, wenn wir so ein Projekt mitmachen, wie wir jetzt dran sind mit der Ethanit-Eindeckung zum Beispiel, da brauche ich sehr gerne, um die Daten von der Ethanit anzuschauen. Oder ich habe mich zuhause in meinem Zimmer habe mich auch schon darüber informiert, was es denn so für Zukunftsmöglichkeiten gibt für mich. Eben Weiterbildung im Holzbau, was die Funktionen machen, die Ausbildung. Ja, es ist sehr vielfältig. Also es ist nicht nur ein Bereich, sondern es zeigt wirklich über den ganzen Bereich, der interessant ist im Holzbau, wie sechs von der Sicherheit bis zu irgendeinem Produkt oder gar einem Programm, das man braucht, oder eben Weiterbildungsmöglichkeiten. Man findet alles, was man sucht. Das Lab, das fängt einmal an, aber es wird nie aufhören. Also werden ständig neue Inhalte dazukommen, ganz speziell im lebenslangen Lehren. Da haben wir natürlich ein riesen Fundus an Themen und Inhalten, die wir jetzt einfach zur Verfügung stellen müssen, dass die Branche dementsprechend nutzen kann. Mitgefühl zeigen. Hilfsbereit sein. Respekt. Und einander ausreden lassen. Ja eben, Janis. Ausreden lassen. Das sind nur vier von vielen verschiedenen weiteren sozio-emotionalen Kompetenzen. Über die Rolle dieser Kompetenzen sprechen Frau Professorin Dr. Antje Barabasch und Frau Professorin Dr. Marina Fiori. Beide forschen an der EHB im Bereich nachhaltiger Lernkulturen. Bitte Antje Barabasch und Marina Fiori. Ja.
Meine Damen und Herren, die Damen lassen sich bitten, sie haben das Mikrofon noch nicht an, werden aber gleich hier sein. Ich hoffe, das geht ganz schnell. Ich bitte meine Moderatoren, meine beiden, zu mir. Habt ihr noch ein paar Fragen an junge Menschen? Ich meine, wir sprechen, und es ist toll, seid ihr hier, man spricht immer über die Jungen statt mit den Jungen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was motiviert einem denn? Ihr habt jetzt über Traumberufe geredet und über Tipps, die ihr gerne mithaben möchtet. Aber wenn ihr jetzt hier, darf ich fragen im Publikum, wer von Ihnen ist Lehrer oder Lehrerin? Ja, kann ich mal Hände sehen? Viele, super. Ja. Wenn ihr jetzt den Leuten sagen könntet, was ist es eigentlich, was euch motiviert? Wann seid ihr motiviert, irgendeine Arbeit anzugehen, in der Lehre oder auch in der Schule? Ich bin motiviert, wenn es mich interessiert. Also da arbeite ich gerne einfach mal drauf los und arbeite in der Regel auch lange und motiviert, ja. Also das heißt, von den Lehrerinnen und Lehrern würdest du wünschen, dass sie dich fragen, was möchtest du überhaupt? Genau. Ist ja nicht immer ein Wunschprogramm, oder? Manche Sachen muss man halt. Genau, das ist bei mir dann, wenn ich immer kurz vor dem Abgabetermin erst beginne. Es kann auch eine Haltung sein. Bei mir hat es funktioniert seinerzeit. Wie ist es bei dir? Was motiviert dich, Nuran? Ich kann mich sicher mal dem Interesse anschließen. Und vielleicht auch, wenn ich weiß, wie das Endergebnis aussehen könnte, ist das eigentlich schon auch ziemlich motivierend an sich so. Also du möchtest eigentlich so was wie eine Strategie? Nicht unbedingt eine Strategie, aber auch jetzt zum Beispiel in der Ausbildung, da weiß man einfach, wenn man die Zeit durch hat, die Erfahrungen gesammelt hat, erhalten wir ein Diplom dafür und ich glaube, das ist so der Ansporn. Und wie ist das jetzt bei euch in der Lehre? Wir haben gehört, ja, man muss die Jungen, man muss sie anhören, man muss sie mitmachen lassen, man muss sie ganze Projekte auch selbst begleiten und machen lassen können. Könnt ihr das, Andrea B? Definitiv, ja. Ist der Chef am Publikum? Ja. Ja. Ich lasse euch springen. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und inzwischen ist auch die Technik nachgekommen. Ganz herzlich willkommen Antti Barabas und Marina Fiori. Bonjour, bienvenue à cette belle. Ja, guten Tag, herzlich willkommen zu dieser schönen Tagung über lebenslanges Lernen und die nachhaltige Entwicklung. Sie haben festgestellt, wir in der Schweiz sprechen verschiedene Sprachen. In unserer Präsentation wird es auch mehrere Sprachen geben. Ich beginne mit dem Französischen und Antje fährt dann fort auf Deutsch. Die Gesellschaften der gesamten Welt stehen vor großen Herausforderungen im Bereich Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, die eine Komplexität und eine wachsende Unsicherheit mit sich bringen, eine ungleiche Verteilung der Ressourcen, die Verletzung der Menschenrechte, die Schädigung der Ressourcen in unserer Umwelt und eine Bedrohung für den gegenseitigen Respekt und den Frieden. Die Nachhaltigkeit ist eine mögliche Lösung, aber keine einfache Lösung, denn sie verlangt Bemühungen, Anstrengungen und Engagement von Seiten der Individuen, die verstehen müssen, wie wir ein nachhaltiges Leben leben können und wie wir nachhaltige Praktiken in unsere tägliche Arbeit integrieren können. Die Erziehung und das Lernen in der Schule und am Arbeitsplatz spielen eine fundamentale Rolle in dieser Entwicklung, denn sie ermöglichen die Entwicklung von spezifischen Kompetenzen, sogenannten Hard Skills, in praktischer Form der nachhaltigen Arbeit und auch Querschnittskompetenzen, die sogenannten Soft Skills, als Mittel, um das Mindset der jungen Generation in Bezug auf Nachhaltigkeit zu beeinflussen.
die Soft Skills oder Querschnittskompetenzen beinhalten kognitive Aspekte, emotionale Aspekte, Willensaspekte und Motivationsaspekte der Individuen. Die Querschnittskompetenzen sind entscheidende Säulen für die Nachhaltigkeit, denn sie liefern die nötigen Kompetenzen, um die Komplexität der weltweiten Probleme zu verstehen, um mit gemeinsamen Werten in einer multikulturellen Gesellschaft zu arbeiten. Sie sind auch wieder zu benutzen, qua Definition. Sie werden nicht obsolet und sie sind nachhaltig. Heute werde ich mich auf einen anderen Aspekt konzentrieren, und zwar die emotionalen Kompetenzen. Der wichtigste Beitrag der emotionalen Kompetenzen ist, dass sie uns helfen, über uns selbst nachzudenken, uns besser zu verstehen, unsere Werte, unsere Motivation und unser Verhalten besser zu verstehen. Ich beginne nun mal mit der Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, tief zu verstehen, in welchen persönlichen Situationen wir und andere sind, auch reagieren zu können auf negative und positive Emotionen der anderen. Es ist auch die Fähigkeit, mit Mitgefühl zu antworten, ohne jemals seine eigene Identität und seinen eigenen Standpunkt aus dem Auge zu verlieren. Empathie ist die grundlegende Bedingung für internationale Zusammenarbeit, die grundlegend ist, um die weltweiten Probleme anzugehen. Empathie oder Mitgefühl ist auch wichtig für Solidarität, die das Gegenteil sind von egoistischen Verhaltensweisen. Und das brauchen wir in einer nachhaltigen Welt. Warum ist die Empathie so wichtig? Man braucht Empathie, um unterstützen zu können, um sich engagieren zu können bei den Anliegen der Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das Bewusstsein für sich selbst bedeutet, dass wir uns bewusst machen, wie unser Verhalten eine Auswirkung hat auf das Leben der anderen, auf die Lebensform der künftigen Generationen und auf die Zukunft unseres Planeten. Sich bewusst zu sein bedeutet auch, sich klar zu machen, wer ich bin, was meine Werte sind, was meine Bedürfnisse sind und was meine Rolle ist, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen und ein bisschen nachhaltiger zu machen. Und schlussendlich komme ich noch zur Selbstregulierung. Das ist die Fähigkeit, seine inneren Reaktionen zu verstehen, auch die unangenehmen emotionalen Zustände zu verstehen, zum Beispiel, wenn wir auf Diversität reagieren oder auf Bedrohungen der nicht nachhaltigen Gewohnheiten reagieren. Und es geht darum, dieses Verständnis zu nutzen, um Werte zu fördern und Verhaltensweisen zu unterstützen, die das Gemeinwohl unterstützen, eher als das egoistische Interesse. Die Emotionsregulierung ist grundlegend, um unsere Verhaltensweisen zu regeln und auch Vorurteile verschiedenen Gruppen gegenüber zu bekämpfen. Deswegen ist die Selbstregulierung so wichtig für die Nachhaltigkeit. Manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, die gegen die Nachhaltigkeit gehen. Manchmal sind wir gezwungen, das Auto zu nehmen, anstelle den Bus zu nehmen. Dann ist dann manchmal die erste Reaktion, ich bin im Auto gekommen, weil es praktischer ist. Aber wenn ich wirklich nachhaltige Werte unterstütze, dann kann ich diese Tendenz auch zu bekämpfen, den leichtesten Weg zu gehen. Und dann kann ich auch dafür sorgen, dass ich mit dem Bus fahre. Abschließend können wir sagen, die Erziehung und das Lernen der Schule und bei der Arbeit sind wichtige Werkzeuge, um die Nachhaltigkeit zu unterstützen. Zunächst mal, weil sie die Individuen ausstatten mit den nötigen Kompetenzen, mit den Hard- und Soft-Skills, mit den operativen Fähigkeiten und den Querschnittsfähigkeiten, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die verbunden sind mit dem Übergang zu einer voll nachhaltigen Gesellschaft. Die emotionalen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Empathie, das Bewusstsein für sich selbst, die Selbstregulation, beeinflussen das Mindset der Individuen und tragen dazu bei, dass die Bürger dieser Welt bewusster werden, bewusster handeln, empathischer werden und sich besser Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und ich übergebe jetzt das Wort an meine Kollegin, die auf Deutsch fahren wird. Der Schweizer Arbeitsmarkt braucht autonom agierende, verantwortungsvolle und reflektierende Mitarbeitende, die sensibel sind für die Bedürfnisse der Umwelt. Die Schweizer Berufsbildung in den Berufsschulen, ÜK-Einrichtungen und in den Betrieben unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Mindsets und nachhaltiger Praxis auf ganz vielfältige Weise.
Im Rahmen neuer Lernkulturen in der Berufsbildung gibt es zahlreiche Ansätze, bei denen Jugendliche zunehmend Verantwortung für eine gelingende Symbiose zwischen Natur, sozialer Welt und Wirtschaft übernehmen und so aktiv ihre Arbeitswelt gestalten. Berufsbildung heißt in diesem Zusammenhang, dass Jugendliche sich aktiv mit aktuellen und künftigen ökologischen und sozialen Herausforderungen auseinandersetzen und adäquat darauf vorbereitet werden. Dabei hilft es, möglichst zahlreiche unterschiedliche Arbeitssituationen kennenzulernen und aus der Arbeitserfahrung heraus über neue Lösungen nachzudenken. Berufsbildung beinhaltet dabei die Erarbeitung des Wissens und Könnens, um Arbeitsprozesse und Produkte nachhaltig zu gestalten, aber auch die Entwicklung von Empathie, um sich in Problemlagen ausreichend einfühlen zu können und willentlich Veränderungen und Verbesserungen herbeizuführen. Berufsbildung leistet damit einen wichtigen Beitrag zu qualitativ hochwertiger Arbeit und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Dies wird auch erreicht, indem individuelle Interessen und Präferenzen beim Lernen berücksichtigt werden. Wir haben uns in den letzten Jahren intensiv mit neuen Lernkulturen in Schweizer Unternehmen beschäftigt. Wir waren in vielen Großunternehmen verschiedener Branchen und immer auf der Suche nach Innovationen in der Berufsbildung und damit einhergehend auch daran interessiert, inwieweit Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Was wir grundsätzlich feststellen konnten, ist, dass Werte, Einstellungen und Überzeugungen in Bezug auf relevante Lerninhalte und Formen des Lernens sich verändern, auch mit der Neugestaltung von Arbeitswelten, mit hybriden und agilen Arbeitsformen. Dabei ist das Ziel der Berufsbildung, handlungskompetente Erwachsene heranzubilden, die sich in gesellschaftlichen Herausforderungen stellen können und über nachhaltige Ziele nachdenken. Wichtiger werden in diesem Zusammenhang die transversalen Kompetenzen. Die vier bekannten sind ja Kreativität, kritisches Denken, Kooperation und Kommunikation und daneben aber auch nachhaltige Kompetenzen wie soziales Verhalten, Empathie, Selbstreflexion oder Selbstregulierung. Welche Rolle spielt die Berufsbildung in diesem Kontext? Der Zweck der Berufsbildung ist, Lernende aktiv ihre Arbeitswelt gestalten zu lassen. Dabei sind sie hochgeschätzte Kolleginnen und Kollegen. Sie pilotieren neue Praktiken, sie bringen ihre Ideen zu nachhaltiger Entwicklung ein und informieren über Möglichkeiten des Einsparens von Energie und Material. Lernen und Üben sind wichtig in diesen meist 3 bis 4 Jahren der Berufsbildung. Unternehmen ermöglichen dies und auch das Lernen aus Fehlern. Sie sind offen für die neugierigen Fragen der Lernenden, fordern diese in ihrem Denken und Handeln heraus und denken gemeinsam mit den Lernenden über alternative, nachhaltige Praktiken nach. Prinzipien sind dabei, dass die Lernenden aktiv Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, über Nachhaltigkeitsaspekte reflektieren und ihr Handeln auch mit Blick auf das große Ganze analysieren. Jetzt noch ein paar Beispiele, was wir so finden konnten in den Unternehmen, was konkret dazu beiträgt, nachhaltige Mindsets zu entwickeln. Bei Swisscom beispielsweise gibt es da die Swiss Climate Challenge, bei der Klimabotschafter sich mit Umweltthemen auseinandersetzen und dann darüber die Kolleginnen und Kollegen informieren. In einigen Unternehmen haben die Lernenden sehr viel Kontakt zu internationalen Partnerunternehmen. Das heißt, sie vernetzen sich früh global, sprechen unterschiedliche Sprachen, lernen andere Kulturen zu verstehen und Empathie ist sehr wichtig, sich in andere hineinzuversetzen. Auch das wird trainiert oder studiert, gelernt im Kontext von Teamarbeit, das heißt die Arbeit in wechselnden Teams, in wechselnden Kontexten trägt ebenfalls dazu bei, diese sozialen Kompetenzen zu befördern. Dann gibt es die Kickbox oder die Postidee bei der Post, wo Jugendliche ihre Ideen einbringen zu nachhaltigem Handeln und Login hat ein spezielles Modul entwickelt, meine Kunden im ÖV. Hier geht es darum, dass die Lernenden ein besonderes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden entwickeln. Die Schweizer ÖV wird sich immer weiter
wird immer weiter expandieren. Auch das ist ein Zeichen für nachhaltiges Handeln. Und da spielen eben diese besonderen und sehr individuellen Bedürfnisse eine große Rolle. Und sich in die Kunden hineinzuversetzen, ist besonders wichtig. Eine letzte Maßnahme wären Sozialwochen oder Community Weeks. Hier engagieren sich Jugendliche in der Praxis, oft in der Landwirtschaft oder im Gesundheitswesen. Und hier geht es darum, nicht nur mit sich selbst beschäftigt zu sein und an sich selbst zu glauben, sondern eben auch zu lernen, an die anderen zu denken. In diesem Prozess des Lernens zur Nachhaltigkeit brauchen die Lernenden unbedingt Unterstützung. Und das ist sehr herausfordernd in diesen Tagen, weil Begleitpersonen eben verschiedene Rollen ausfüllen müssen. Sie sind zum einen Vertrauensperson, Vorbild, Lehrperson, Erzieher, aber auch Coach und Berater. Ja, und abschließend lässt sich sagen, dass die aktive Gestaltung neuer Lernkulturen in der Berufsbildung eben auch heißt, nachhaltige Werte zu vermitteln und damit bestehende Mindsets bei allen Akteuren so zu verändern, dass die Arbeitswelt von morgen umweltverträglicher und sozialer gestaltet werden kann. Der neue Fokus in der Berufsbildung auf die Vermittlung und Schulung von transversalen Kompetenzen, die auch Empathie, Selbstreflexion und Autoregulation mit einschließen, befördert die Entwicklung nachhaltiger Mindsets. Mit diesen Worten sind wir am Ende angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, hoffen, dass der ein oder andere Gedanke bei Ihnen resoniert und vielleicht noch Einzug hält in verschiedene neue Maßnahmen, um die Berufsbildung in der Schweiz innovativ zu gestalten. Wir freuen uns auf die weitere Tagung mit Ihnen, hoffen, dass es weiterhin interessant bleibt und wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank an die Baradasch und Marina Fiori. Soziale Nachhaltigkeit, Skills, wir haben davon gehört und es geht jetzt gleich nochmals darum, nämlich wie kann ich denn sozusagen nachhaltig sein? Also nicht, wie lerne ich, was jetzt nachhaltig ist oder nicht, was ist gut oder schlecht, sondern wie lerne ich, welche Kompetenzen brauche ich, damit ich eben selbst einschätzen kann, was nachhaltig ist und was nicht. Ich spreche darüber mit zwei Fachfrauen. Die eine kommt von Education 21 oder 21, das nationale Kompetenzzentrum der EDEKA für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Etwas einfacher gesagt, wird da Bildungsverantwortlichen, Schulleiterinnen, Leitern und Lehrpersonen eben, die werden dabei unterstützt, wie sie sich nachhaltig entwickeln können. Wir sprechen mit der Direktorin. Sie war ursprünglich Gymnasiallehrerin, sie war in der Lehrerausbildung tätig, hat einen Master of Science Berufsbildung der EHB in der Tasche und ich begrüße Sie ganz herzlich, Clara Sokol. Merci vielmals. Et bienvenue aussi la responsable nationale. Dann ein herzliches Willkommen auch an der Mitglied der Direktion der EHP, Supervisorin und Coach. Ein herzliches Willkommen an Laura Perre. Genau. Ja, Nachhaltigkeit lernen. Apprendre la durabilité. Da verstehen nicht alle dasselbe drunter, oder? Soll ich beginnen? Mhm. Ja, offensichtlich, das ist mir auch im Gespräch, das wir heute Morgen geführt haben, auch klar geworden. In meinem Verständnis gehe ich vom Kompetenzbegriff aus, welches mehrere Komponenten umfasst. Und das ist einerseits das Wissen, Fachwissen zum Beispiel im Bereich der Berufsbildung ganz wichtig, dann Fertigkeit und Fähigkeit und dann auch die Haltung, die richtige Einstellung. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kommt auch die Kompetenz zusammen, welche für die nachhaltige Entwicklung notwendig ist.
sprechen wir ein wenig über eben das Anwenden der Nachhaltigkeit, beziehungsweise damit man eben dauernd einschätzen kann, was jetzt nachhaltig ist oder nicht. Wir haben von den beiden Vorrednerinnen gehört, die 4K, kritisch, kommunikativ, kreativ, kollaborativ, Empathie, Selbstreflexion, Selbstbeschränkung, genau. Die wichtigsten Kompetenzen, die man braucht, um in der Lage zu sein, schätzen und nicht nur auswendig lernt, was gut und was schlecht ist. Laura Perry. Ich würde sagen, das sind in erster Linie soziale Kompetenzen, Interdisziplinarität, systemisches Denken, so wie Siegfried Albertan das schon gesagt hat, Innovationsfähigkeit auch, Zusammenarbeit. Man muss zusammenarbeiten können mit seinen Kollegen, mit Partnern, mit Kundinnen und Kunden und gemeinsam Inhalte aufbauen zu können, gemeinsam Kompetenzen zu erwerben, auch kritisches Denken. Einen Schritt zurückzutreten und sich anzuschauen, was man macht, mit ein bisschen Abstand und Lernfähigkeiten. Wir wissen ja, dass viele Berufe verschwinden werden, andere neu entstehen werden. Heute können wir nicht wissen, welche Kompetenzen wir morgen benötigen werden. Die Kapazität, sich anpassen zu können, flexibel zu sein und neue Kompetenzen der Zukunft zu erlernen. Wenn Sie Fragen haben, Hände hoch. Ich habe das Mikrofon liegen lassen, aber ich schnapp's mir und würde auch ins Publikum kommen. Dies nur so viel. Man sagt ja oft, diese Social Skills, das ist eine Haltungsfrage. Wenn man gängig so in der Wirtschaft ist, hat man immer das Gefühl, ja, Soft Skills, das wird oder wurde zumindest während langer Zeit so ein bisschen belächelt. Man fand, ja, ja, die Gespürschmiss da. Und vorhin hat es geheißen, das müsste man lernen in der Lehre. Kann man es wirklich lernen? Also ich habe mal einen Chef gehabt, der hat gesagt, ja, ich habe gefragt, ja, wieso macht ihr kein Social Assessment, wenn ihr Leute einstellt? Warum stellt ihr nur gute Fachleute ein und schaut nicht, ob die auch mit Menschen umgehen können? Dann hat er gesagt, ja, die gehen ja dann in einen Kurs. Reicht das? Ja, also ich würde sagen, Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung gehen, sind viel mehr als nur Social Skills. Das ist schon mal ja, vorausschickend. Und zu Ihrer Frage, ob man Social Skills lernen kann, ja, aber die muss man auch lernen können. Das ist gleich wie bei der Berufsbildung, wenn ich in der Lehre, Maurerlehre, mit dem Hammer umgehen möchte oder lernen möchte, dann bekomme ich den Hammer in die Hand und ich lerne damit, einen Nagel einzuschlagen. Und wenn ich lernen soll, wie ich auftreten kann, dann muss ich das lernen, wie die zwei jungen Menschen, die uns heute durch den Tag führen. Und diese Lerngelegenheit in der realen Welt, den jungen Menschen auch ermöglichen, und nicht nur ermöglichen, sondern sie dabei anleiten, begleiten, auf ein Ziel hin und nicht nur macht mal, das ist dort, wo sie das lernen können. Und diese Komplexität der nachhaltigen Entwicklung ihnen auch zumuten als Lernsetting, das ist die Voraussetzung. Moi, je dirais que on peut transmettre un certain nombre de choses dans l'enseignement. Man kann vieles vermitteln in der Lehre, aber Kompetenzen entwickelt man auch durch Erfahrung, durch interdisziplinäre Projekte zum Beispiel, indem man in Kontakt steht mit anderen Personen, mit anderen Settings. So kann man gemeinsam lernen und gemeinsam Kompetenzen entwickeln. Ich glaube nicht, dass man einfach so Kompetenzen vermitteln kann. Man kann eine gewisse Anzahl an Ressourcen zur Verfügung stellen, man kann die Leute aktivieren, motivieren, sie anleiten im Rahmen ihrer Ressourcen und ihre Erfahrungen, aber das ist ein Prozess, der sich über ein ganzes Leben erstreckt, lifelong learning, die Entwicklung von neuen Kompetenzen durch die verschiedenen Aktivitäten, die man durchführt. Ich habe ja am Anfang meine Kompetenzdefinition vorgestellt und wenn ich von der ausgehe, dann bin ich der Meinung, dass wir bei der Vermittlung der Kompetenzen, dieser auch sozialen Kompetenzen oder überfachlichen Kompetenzen sehr vorsichtig sein müssen und die Jugendlichen von Anfang an mitnehmen müssen. Was heißt das, wir müssen das heißt, vorsichtig sein? Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit unseren Absichten nicht das Gegenteil bewirken. Und wenn ich zum Beispiel Gesundheitsförderung, ganz typisch, wenn ich sage, rauche nicht, dann greift ein Jugendlicher typischerweise Also ein Teenager muss man das nicht sagen, dann ist das super. Genau, und das ist das, was ich meine.
wenn ich, wir müssen die Jugendlichen oder die Lernenden, das können auch junge Erwachsene sein, eben auf Augenhöhe ihnen begegnen, von ihren Fragestellungen, von ihren Problemen, von ihren Fragen auch, die sie an diese Welt mitbringen, ausgehen und mit ihnen zusammen lernen. Und so bewirken wir am ehesten das, was wir auch bewirken wollen und nicht das Gegenteil. Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, nämlich wie lehrt man denn, genau da geht die erste Hand hoch, wie lehrt man denn das? Und ich hatte ein Gespräch mit einer Rektorin, die ist nicht hier, war in einem anderen Zusammenhang und die hat gesagt, ja, die Lehrer, die machen es einem nicht einfach. Die wollen nicht in die Rolle des Coaches gehen, die wollen diese neuen Lern- oder Lehrmethoden eigentlich wie gar nicht annehmen. Wir haben auch vorhin gehört, Widerstand, das kommt immer. Darf ich noch mal sehen, wer Lehrerin oder Lehrer ist? Kommen wir noch gerade. Ja, genau. Stimmt das denn? Oder sind es einfach immer die Lehrer, die alles ausbaden müssen? Wo ist Hand oben gesehen? Jawohl. Nochmal die Frage. Ob es tatsächlich so ist, dass Lehrer halt auch ein bisschen schwierig sind und so neue Lernkonzepte nicht wahnsinnig gerne annehmen. Ja, Lehrpersonen sind wie alle Personen. Das war jetzt sehr diplomatisch. Natürlich. Es gibt Lehrpersonen, die lehren und lernen selber gerne und sind unterwegs mit Jugendlichen und mit deren Fragen. Und es gibt andere, die lehren gerne. Also die sind gerne der oder die Wissende, die weitergeben. Genau. Und jetzt braucht sie aber einen Rollenwechsel. Lehrer und Lehrerinnen müssen so eine Art Coaches werden, hört man immer wieder. Ja, Lehrerinnen und Lehrer, wer findet das schwierig, toll? Ich glaube, es ist eine Frage der Generationen, der Einstellung von Generationen. Und früher, und es gibt viele Lehrpersonen, die sind halt schon in einer älteren Generation, da wäre es normal, dass die Lehrperson war die Person, die das Wissen vermittelte. Und vielleicht hat man mit der neuen Generation Lehrer eben die Chance, um dieses Umdenken auch tragen zu können, dass man zu Coaches werden kann. Ich gehe davon aus, Sie gehören zur neuen Generation. Oder in der Mitte. So ein bisschen von beiden. Vielleicht. Aber wenn ich fragen darf, was ist schwierig daran? Ich meine, wenn man plötzlich eine andere Rolle hat? Ich glaube, für viele ist es schwierig, dass man als Lehrperson nicht mehr vorne steht und sagt, ich weiß es. Wenn ich Fehler mache und meine Schülerinnen und Schüler melden mir das zurück, dann kann ich sagen, ah, stimmt, das schreibt man anders, könnt ihr das korrigieren und dann ist es für mich kein Problem. Aber ich glaube, das hat wirklich mit der persönlichen Haltung zu tun und da ist es fragwürdig, ob das alle lernen können, Lehrpersonen, oder ob es auch eben einfach mit der persönlichen Art des Vermittelns zu tun hat. Ja, vielleicht noch andere Stimmen? Ja. Der ganz große Unterschied der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an der EHB gegenüber einer PH ist ja, dass diese Lehrpersonen in der Praxis sind. Sie entschuldigen meine schlechte Stimme. Diese Lehrpersonen haben eine Klasse, die sind in der Praxis. Und das gibt einen ganz anderen Lerneffekt in der Ausbildung zur Lehrperson. Mhm. Noch irgendeine Stimme? Schwierig, Coach zu werden, Entschuldigung. Oh ja, jetzt höre ich da ein bisschen drüber rein. Ich behalte es bei mir. Ja. Okay. Man hört in den Medien immer wieder, es gibt eine Veränderung der Rolle, eben diese Coach-Rolle. Und ich wehre mich gegen dieses Wort Veränderung im Sinne von, es ist nicht nur eine Veränderung, sondern es sind erweiterte Rollen. Also die Lehre ist nach wie vor extrem wichtig, aber es bleibt nicht nur beim Lehren, sondern es geht in die Begleitung. Also ich würde nicht von einer veränderten Rolle sprechen, sondern von einem erweiterten Rollen. Repertoire. Ich stelle mir vor, das ist nicht immer einfach. Jetzt müssen die Lehrer noch mehr. Genau, es bedingt, dass ich selber als Lehrperson über das Wissen, über Lernstrategien, über die Begleitung, wie kann ich Lernprozesse begleiten, dass ich über dieses Wissen verfüge. Und das haben nicht alle Lehrpersonen. Woher kriegen Sie es? Durch die Lehre, würde ich sagen. Also ich muss mir Gedanken machen, auf welcher Strategie brauchen Lernende Strategien und wo fehlen sie noch?
Also ich muss mir das Wissen über das auch aneignen. Man muss sich das Wissen aneignen, und wenn man jetzt aber eben in die Situation gerät, wo man vielleicht etwas nicht weiß als Lehrerin oder als Lehrer, man hat den Teenager vor sich, der nur darauf gewartet hat, oder man ist, geht da sowieso ein bisschen auf Widerstand vielleicht. Wie mache ich es als Lehrerin oder Lehrer, damit ich doch den Respekt eben behalte, damit diese Rolle nicht zum Eigentor wird? Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht den Fokus nur auf Lehrer und Lehrpersonen legen. Nur noch schnell, nachher lasse ich sie. Weil wir sind in der Berufsbildung und genau. Hat andere, wir haben es gehört, Vorteile, die sie auch zum Teil gegenüber der Schule wirklich auch ausspielen kann. Aber zurück, wie als Lehrperson, wie vermittle ich Fragen der Nachhaltigkeit? Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil Nachhaltigkeit, das ist ein Prozess, welcher ein Begriff, welcher ständig neu definiert wird. Und die nachhaltige Entwicklung ist dann die politische Ableitung oder die Ableitung der politischen Maximen daraus. Und es ist nicht immer dasselbe, das ist schon mal das eine. Und was dieser normative Begriff Nachhaltigkeit, der ist eben nicht immer gesellschaftlich ausgehandelt. Und das stellt die Lehrpersonen vor große Herausforderungen, auch im Hinblick darauf, wie weit kann ich gehen, was gilt als gefestigtes Wissen und wie gehe ich damit um. Aber es braucht ständige Weiterbildung, und natürlich niemand von uns kann alles abdecken, aber vielleicht halt eine Vertiefung und dann die Transdisziplinarität suchen mit einem Kollegen, einer Kollegin. Laura Perre, was kann die Berufsbildungsforschung hier machen? Wie kann man eben die Berufsbildung unterstützen von Forschungsseite her? Alors, du point de vue de la recherche, pense que je laisserai mes collègues répondre, mais... Also was die Forschung angeht, da würde ich meine Kollegen und Kolleginnen antworten lassen. Aber es gibt so viele Erfahrungen, die man in der Praxis macht. Lehrende im Unternehmen oder auch wir. Und wir können in der Praxis so viele Dinge beobachten und diese Beobachtungen aus der Praxis in die Forschung einfließen lassen. Das ist ganz wichtig. Also es geht um einen Austausch in beide Richtungen, von der Forschung zur Praxis, aber auch umgekehrt. Wir arbeiten sehr viel mit der Situationsdidaktik, und das gibt uns so viele Möglichkeiten zu beobachten, was in der beruflichen Realität der Lehrenden, der Lernenden, der Zuständigen angeht. Und das hilft uns in der Forschung. Da können wir eine gewisse Reihe von Dingen anpassen für die Zukunft. Oder die Zeit, die flieht nur so dahin. Es drängt, der Klimawandel drängt. Die Digitalisierung hat ganz vieles auf den Kopf gestellt. Es braucht einen Kulturwandel. Es ist angekommen, haben wir gehört, aber umgesetzt noch nicht. Welchen Tipp würden Sie dem Publikum, nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern, vielleicht auch den Ausbildnerinnen und Ausbildnern weitergeben, wenn es darum geht, wie kann man die Komplexität und eben die Zeit, die drängt, wie kommt man da durch am besten, dass man eben trotzdem zu den Sustainable Skills in einer nützlichen Frist kommt? Ich glaube, die Komplexität kann man sich in dem auch aneignen, indem man sich deren bewusst wird und dieses ins Bewusstsein rufen und dann auch explizit machen, auch mit den Lernenden. Das ist ein erster Schritt. Und der zweite Schritt, eben der Weg entsteht im Gehen, in dem Sinne den ersten Schritt wagen und dann etwas ausprobieren, auch mit dem Risiko, dass vielleicht etwas nicht gut ist. Aber ich habe dabei eine Erkenntnis erlangt, so ist es nicht gut, dann versuche ich das auf eine andere Art und Weise. Und das meine ich, diesen Weg können wir und sollen wir auch mit unseren Lernenden gehen, ob das in der Schule ist oder in der Berufsbildung, dort sind die Möglichkeiten immens. Also wiederum keine Perfektion anstreben, Schritt für Schritt auch viel machen dürfen. Ehrlich und realistisch. Merci vielmals. Et Laura Perret. Ich pense que le plus important c'est... Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir uns erstmal bewusst sein werden müssen, dass wir eine Rolle zu spielen haben, beruflich und privat. Wir können
die Dinge beeinflussen. Und diese Bewusstseinsmachung, die haben wir noch nicht alle. Das ist noch nicht überall angekommen, meiner Meinung nach. Und ein zweiter Punkt wäre die kollektive Intelligenz. Wir müssen uns zusammentun, um etwas Neues aufzubauen. Und wir müssen wissen, warum es wichtig ist, sich für nachhaltige Entwicklung zu engagieren. Es ist nicht eine reine Absichtserklärung. Es bleibt nicht dabei. Es braucht eine wahrhafte Aktion dahinter, ein Handeln. Aber ich habe den Herrn hier vorne einfach übergangen. Er hat so sehr die Hand aufgesteckt. Ich hoffe, Sie machen kein großes neues Fass auf. Ich heb's. Ich wollte nur anmerken, dass wenn wir sozioemotionale Kompetenzen fördern möchten, muss wohl auch der Unterricht mehr auf diese ausgerichtet sein, also ein ganzheitlicher Unterricht, wo der Mensch als Ganzes angesprochen wird, auch auf der emotionalen Ebene und nicht nur auf der kognitiven. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Weg, wie wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und ich entnehme dem, das macht man jetzt noch zu wenig. Das habe ich das Gefühl, ja, sonst würden wir wohl nicht darüber sprechen. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ja, brauchst du noch eine Antwort hierzu oder you agree? Okay. Vielen Dank, Clara Sokol und Laura Perry. Merci vielmals. Merci. Du freust dich sicher auch schon auf das Essen, oder? Definitiv, ja. Aber erst noch ein Ausblick auf das Programm am Nachmittag. Sie haben mit der Anmeldung zwei Referate aus den Transfer Rooms gewählt. Ihre Wahl ist auf Ihrem Ticket festgehalten. Die Referate finden nach dem Stellansch hier in der Arena und in vier weiteren Räumen statt. Die Übersicht der Referate und der Räume sind hier und auch im Lunchbereich eingeblendet. Zudem werden wir Sie zum Ende des Lunchbreaks um 13 Uhr zu den Referaten begleiten. Mit dem zweiten Finalistenvideo entlassen wir Sie in den Mittagsbreaks. Film ab und eine gute. Ja, die EDEKA hat in ihrer Mobilitätsstrategie als Vision formuliert, dass jede Lernende oder jeder Lernende mindestens einmal während seiner Berufsausbildung an einem Mobilitätsprogramm mitmacht, also 100%. In der Realität sind wir gerade mal bei 5%. Und das wollten wir ändern, deswegen haben wir das Swiss Mobility Programm lanciert. Das Swiss Mobility basiert auf einem Netzwerk zwischen aktuell drei Kantonen, dem Kanton Luzern, dem Kanton Tessin, dem Kanton Waadt. Diese Mobilitätsstellen organisieren die Praktika. Diese beinhalten einen Sprachaufenthalt in einer Sprachschule, ein Betriebspraktikum und die Unterbringung in einer Privatunterkunft. Das Praktikum dauert in der Regel 3 bis 6 Monate. Le aziende che hanno partecipato a Swiss Mobility sono state molto soddisfatte da questa esperienza. Hanno infatti avuto l'opportunità di accogliere un giovane o una giovane neodiplomata che conosce bene il mestiere, che è operativo direi da subito, giovani che portano in azienda la propria esperienza professionale ma anche il loro vissuto. Esperienze che possono essere diverse da quella locale, che sono quindi da stimolo per i collaboratori e per il team. Mit der Aufnahme von Swiss Mobility Praktikantinnen und Praktikanten erfolgen Wissenstransfer und interkultureller Diskurs. Dadurch können Brücken zwischen den verschiedenen Landesteilen gebaut werden. Zudem ergibt sich für die Gastbetriebe die Möglichkeit, während des Praktikums zukünftige Mitarbeitende zu beobachten und zu rekrutieren. Ich wollte neue Erfahrungen in meinem Leben. Und das war ein Projekt, das könnte mir die Möglichkeit geben zum Deutschlernen und auch eine Arbeit, das ist etwas anders als in Tessin. Ich habe mit Migros diese Deutschkurs gemacht. So für mich die Schwierigkeiten wären einfach am Anfang meine Gastfamilie, weil es war eine andere Kultur und
diese haben gelebt in eine kleine Stadt und es hat auch kein Verkaufszentrum oder so etwas. Es war das erste Mal, dass ich war so viel weg von meiner Familie. So nach diesen 6 Monaten, diese Firma hat mir eine Stelle angeboten. Und ich war sehr froh und ich habe ja gesagt und jetzt ich schaffe hier. Ja, um das ambitionierte Ziel zu erreichen, glauben wir, dass die kantonalen Berufsbildungsämter eine besondere Verantwortung haben, denn sie haben via Berufsfachschulen direkten Kontakt zu den Lernenden und natürlich sind sie eng aufgrund ihrer Aufgabe auch mit den Unternehmen vernetzt und das ermöglicht ein unglaubliches Potenzial, selber diese Mobilitätsprogramme zu organisieren. Unsere Vision ist, von den 5% auf 20% zu kommen und unsere Hoffnung ist, dass noch mehr Kantone an dem Programm partizipieren. Ja, heute Nachmittag werden wir diesen Preis verleihen. Danke ganz herzlich, Nuran und Janis. Ich finde, ihr habt nochmals einen kräftigen Applaus verdient. Ja, und Ihnen allen jetzt gute Breakout-Sessions und hier im Plenum sehen wir uns um 2:30 wieder. Bis dann.